Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Etwas später als sonst, Freitag wollten wir aufnehmen, da waren es Marvin und ich. Wir sind an der Technik gescheitert, ich glaube rückblickend, wir sind an Marvin gescheitert, aber wir werden es nie aufklären können. Ich konnte ihn hören, er mich nicht. Und dann mussten wir das nach einer Stunde begraben, weil einer nicht dabei war, nämlich der Julian. Mit dem wollte ich mich dann eigentlich gestern treffen. Das hat natürlich auch nicht geklappt. Weiß der Geier, was da die Gründe sind. Er wird sie uns gleich nennen können, denn er ist heute wieder an meiner Seite, der nachplappernde Papagei der 0815 sowieso. Kra, kra! Du kannst richtig gut die Tierstimmen. Ja, ich habe lange Zeit im Urwald gewohnt, deswegen habe ich mich da so ein bisschen dran gewöhnt. Ach so, wann warst du denn im Urwald? Das müsste so um 2003 rum gewesen sein. Oh, da warst du ja gerade erst geboren. Ja, da bin ich mit denen aufgewachsen, genau. Ja, man hört es immer wieder. Wenn du jetzt auch noch deine Haare färbst, dann hast du ein bunt Gefieder gewissermaßen und dann bist du ja quasi wieder at home. Ja, quasi. Quasi. Ja. Woran hat es denn gestern überhaupt gehakt, dass das nicht geklappt hat mit uns? Ich glaube, gestern hat es daran gelegen, ich war den ganzen Tag unterwegs, mein Vater musste seinen Wagen aus der Werkstatt holen, ich musste hinfahren und danach waren wir quasi den Rest des Tages einkaufen. Ja, irgendwie hat das nicht geklappt gestern. Dann warst du da, dann konnte ich nicht mehr, weil es bei mir zeitlich pressierte. Es war ein Teufelskreis. Aber hoffen wir, dass die Technik jetzt hält. Bitte? Ja, wir müssen Wrestling-Infos einfach hauptberuflich machen, dann haben wir nämlich immer Zeit dafür. Ja, wir überlegen das mal, ob wir das hauptberuflich machen. Ich glaube, wir lassen es erstmal noch so laufen. Aber ich habe es eben schon so leicht angedeutet, würde es jetzt mal ja auch nicht weiter ausführen, sondern nur kurz darauf Bezug nehmen, um es dann am Ende nochmal anzusprechen. Herzliche Grüße, eigentlich kommen die Grüße ja immer erst am Ende, aber zwei Grüße möchte ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Einmal an den Uli Dragostin, wobei Uli könnte in dieser Form auch die weibliche Form von Uli sein, also sage ich mal geschlechtsneutral. Grüße an Uli Dragostin. YouTube und auf der Startseite wollte ich, jetzt habe ich schon durch die Gegend geswitcht, Gott, bin ich wieder blöd, aber ich werde die Person noch finden und ich habe sie gefunden. Es ist Dirk Ungerer. Herzliche Grüße auch an dich. Und das ist auch, wie gesagt, der Grund, warum ich euch gegrüßt habe. Meine und besser gesagt Julians und meine Sichtweise zum Theme von Ronda Rousey. Da haben wir uns ja übelste Kritik abholen müssen. Da haben wir es wirklich trocken bekommen. Und darauf würde ich kurz nochmal am Ende reagieren. Nur damit ihr wisst, worum es geht, könnt ihr euch die letzten Minuten definitiv schenken oder ihr hört rein, wenn ihr Bock drauf habt. Es geht darum, dass Julian und ich das Theme von Ronda Rousey ja nicht so klasse fanden oder finden, besser gesagt. Und da habe ich mich zu der, ja, wie soll ich sagen, zu der Äußerung einer Empfindung hinreißen lassen, dass Ronda Rouseys Theme klingt so wie Amerikaner die englischen Punk versuchen, auf einer poppigen Version nachzumachen. Gleich vorweg, dazu stehe ich nach wie vor. Aber ich musste mich entsprechend beschimpfen lassen, dass das, ja, beschimpfen ist das falsche Wort, aber darauf aufmerksam machen lassen, dass es ja von Joan Jett ist und Bad Reputation heißt. Ja, das ist richtig. Und wir werden darauf eingehen am Ende, bevor ich jetzt nicht schon wieder mein Pulver verschieße. Nur, wie gesagt, damit ihr wisst, die letzten Minuten könnt ihr euch entweder knicken oder ihr lauscht, weil da geht es quasi um Musik, Pro und Contra und was auch immer. Ja, wird da kurz beleuchtet. Julian, du bist dabei, ne? Ja, ja, ich sag sowieso alles nach, was du erzählst, also von daher. Insofern, genau. Da bist du doch dabei, Julian, oder? Natürlich bin ich dabei, kra. Ja, sehr gut. genau, so viel dazu. Ansonsten, bevor wir jetzt reingehen, ich habe seit 2 Tagen steht es kalt in meinem Kühlschrank, weil ich war letztens einkaufen und bin an dem nicht vorbeigekommen. Es ist ein neues Bier, das ich noch gar nicht kenne. Aktien Original, ein helles, würziges Exportbier. Fränkische Braukultur steht drunter. Also, ich habe ja schon sehr viel Bashing gekriegt von unseren Freunden aus dem Fränkischen, die sagen, ey, du musst hier mal richtiges Bier trinken. Ich habe jetzt eins geholt, wie gesagt, Original, Aktien Original 1857 und den ersten Schluck widme ich den ganzen Franken und ja, schön.
Doch. Oh, sehr schön. Ein sehr schönes Bier. Ich muss es nochmal nachwirken lassen. Aber habe ich jetzt mal, wie gesagt, allen guten Ratschlägen nicht getrotzt, sondern sie auch umgesetzt. Das gute Original 1857. Doch, schmeckt sehr, sehr lecker. So, mit diesem guten Biergenuss wollen wir nicht in die Weekly gehen, sondern wir haben noch einige andere Sachen vorweg zu besprechen. Einerseits, sag ich mal, das ganze Drumherum oder das ganze, die ganzen Infos über das Drumherum in Sachen Booking. Das hat man bei der Chamber schon gesehen, wie ich fand, und nach den Weeklies oder insbesondere nach Raw noch deutlicher. Nämlich, wo ist denn hier bitte die klare Linie? Was soll uns das alles sagen und was sind die Hintergründe? Das möchte ich ganz gerne mit Julian ein bisschen vor die Klammer ziehen diesmal. Insbesondere die großen Fragen, was ist denn jetzt mit Brock Lesnar? Wieso war er nicht da? Was ist da Phase? Cena gegen Undertaker. Was ist denn da passiert auf einmal? Und was, wie spielt Rey Mysterio da rein? Und Braun Strowman mittendrin und nicht dabei oder doch? All das soll uns kurz beschäftigen, denn Raw bot da eine ganze Menge Gesprächsstoff für. Wir werden dann entsprechend das, wie gesagt, vor die Klammer ziehen. Immer mal wieder Bezug nehmen, auch auf die Weekly, weil da ja doch sehr viel Ereignisreiches passiert ist. Und insofern soll das der Start sein für unsere dieswöchige Show. Und eine Sache, Julian, ein besonderes Schmankerl hast du ja auch noch. Ich habe einen besonderen Schmankerl. Ja, das möchtest du am Ende bringen, weil es doch spoilerbehaftet ist. Ach so, das meinst du, ja. Ich würde am Ende, wenn ich darf, wenn du möchtest, würde ich danach gerne noch ein bisschen was über Lucha Underground krähen. Da wurden jetzt nämlich die ersten Tapings für die Staffel 4 gestartet und da gibt es ganz interessante Sachen zu sagen. Ja, das darfst du, denn wir haben es ja auch abgesprochen. Oh, Insofern Dankeschön. wäre es ja dusselig, wenn wir es jetzt anders machen würden. Ja, fangen wir doch mal an mit den Fragen, die in der letzten Woche sehr, sehr viele Wrestling-Fans beschäftigt haben. Das erste ist die Frage, was ist denn jetzt bitte schön mit der Paarung John Cena gegen den Undertaker? Wir haben immer gesagt, seit Wochen, ja seit Monaten eigentlich, diese Paarung ist etwas, was mehr oder weniger ja fast beschlossene Sache ist hinter den Kulissen. So wurde es zumindest aus allen belastbaren, mehr oder weniger belastbaren Quellen immer berichtet. Und das haben wir beide ja auch immer entsprechend dargestellt. Unsere News auf Wrestling Infos ging ja auch immer in die Richtung. Jetzt hat John Cena ja vor der Chamber gesagt, ja, meine Road to WrestleMania steht in den Sternen, ob ich es denn schaffe. Ich muss die Chance in der Chamber unbedingt wahrnehmen. Und sonst bin ich erledigt. Es wird kein WrestleMania für mich geben, wenn ich jetzt in der Chamber versage. So waren, glaube ich, tatsächlich seine Worte. Ich glaube, er hat gesagt, I failed oder so hat er bei Raw gesagt. Ja, er hat versagt in der Chamber, sang- und klanglos eliminiert, haben wir auch in der Review entsprechend thematisiert und kam dann zu Raw, um dort zu sagen, ja, ich habe versagt, aber bla bla bla, never give up und ich werde mich jetzt quasi am eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen und so weiter und so fort. Und dann sagte er, und das fand ich interessant, ich möchte ein Match gegen eine bestimmte Person, gebanntes Schweigen in der Halle, gegen den Undertaker. Und dann brach es sich Bann. Der Jubel war groß, ich glaube, es war der größte Pop mit Abstand bei dieser Raw-Ausgabe, der daraufhin ausbrach. Nur um gleich danach nachzulegen, ja, aber dieses Match wird es aber nicht geben. Und deswegen gehe ich nächste Woche zu SmackDown und verdiene mir da meine Chance. So nach dem Motto. Ja, darauf gab es natürlich wieder wildes Diskussion. Was ist denn jetzt mit John Cena und dem Undertaker? Also ich habe es immer gesagt und ich habe es auch nach Raw gesagt und ich sage es auch jetzt noch. Für mich, ohne dass ich das groß belasten könnte, diese Aussage, für mich ist das Match John Cena gegen Undertaker immer noch fest. Du kannst dich eigentlich nicht bei Raw vor die Kamera stellen und den Namen Undertaker in den Mund nehmen und dann zurückrudern. Für mich war das ein so evidenter Schritt zum Aufbau des Matches Cena gegen Undertaker, dass das fast schon ja in die Augen springend ist. Um kurz dann noch weiter zu spinnen, er trat ja auch bei SmackDown dann auf und hat gesagt, ich möchte noch eine tolle Chance haben und hat dann ja gegen AJ Styles gekämpft und gewonnen und sich damit ja seinen Platz bei Fastlane im Main Event verdient. Geil, 6-Mann-Match. Ich freue mich jetzt schon, so geht's so drauf. Da wird er auch sicherlich nicht gewinnen. Vielleicht sogar schon durch den Undertaker abgelenkt werden, was auch immer. Also ich bin mir nach wie vor
ich will nicht sagen hundertprozentig, aber 99%ig sicher, dass wir das Match Undertaker gegen John Cena bei WrestleMania sehen werden. Auch ein Name wurde immer in den Mund genommen, Rey Mysterio. Das hieß jetzt mittlerweile, ja, vielleicht tritt Cena gegen Mysterio an. Er ist mit Hunter in Verhandlungen und es sieht alles auch ganz gut aus. Und über die Schedule, also über die Anzahl der Termine müsste man nochmal reden. Aber und so weiter und so fort. Ich sehe bei WrestleMania nicht John Cena gegen Rey Mysterio. Das Match wäre einfach nicht, ich sag mal, dem Stellenwert entsprechend, den Mania nun mal eigentlich hat. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund lege ich meine Hände nicht ins Feuer, bin mir aber sehr, sehr sicher, dass es bei Cena gegen Undertaker bleibt. Und ich meine, in den letzten Tagen ist auch nichts Neues passiert. Im Gegenteil, ich meine, die letzte Nachrichtenlage ging sogar in diese Richtung, dass das Match tatsächlich nach wie vor der große Planungsdreh- und Angelpunkt von WWE sein soll. Julian, deine Meinung zu Taker und Cena, hast du was Neues gehört oder wie siehst du die ganze Sache grundsätzlich? Ich sehe das genauso wie du. Ah, nun stell dir mal nicht so an, deiner Sensibler. Nein, Quatsch. Also, ich bin mir auch relativ sicher, dass das Match Cena gegen Undertaker stattfinden wird, weil, wie du schon sagtest, man wird es sonst nicht einfach ankündigen, beziehungsweise nicht in den Shows verwursten. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das Match stattfinden wird, solange nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, die Verletzung von Undertaker oder sowas. Die Paarung mit Rey Mysterio ist relativ unwahrscheinlich, denke ich. Zumal er sich jetzt auch noch verletzt hat. Am vergangenen Freitag während einem Tag Team Match in Connecticut hat er sich den linken Bizeps wohl gerissen und ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es ist relativ schnell beendet worden, das Match danach, und so ein Bizepsriss, der dauert schon mal 4 bis 6 Monate, da kann Drew McIntyre ein Liedchen von singen. Ja, und Ray ist ja nun auch doch relativ deutlich über 40 mittlerweile und da werden die Heilungsprozesse auch nicht beschleunigt im Alter. Von daher, ja, das tut natürlich jetzt extrem weh, muss man sagen, für Mysterio. Nicht nur körperlich, sondern auch, was sein Standing war, wie körperlich er fit war, wie groß er beim Rumble bejubelt wurde. Ich bin mir auch sicher, wenn es zu einer Einigung gekommen wäre, wäre er auch auf der Card gewesen bei Mania. Also 100 Pro, ob im Singles-Match, weiß ich nicht. Tag-Team-Match oder in der Memorial Battle Royal wird man dann mal sehen. Aber wenn es zu einer Vertragsunterzeichnung gekommen wäre, wäre Mysterio ganz sicher bei Mania auf der Card gewesen. Nur ist wieder all in jeopardy, wie man so schön sagt, alles in den Sternen, was ihn angeht. Und deswegen, also ich sehe es, wie gesagt, so oder so nicht, Cena gegen Mysterio. Ich musste so schmunzeln letztens, als Mysterio reingekommen ist beim Royal Rumble 2018, gab es ja einen riesen Pop. Weiß, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie es war, als er beim Royal Rumble 2014 reinkam. Als letzter, da wurde er für jede Aktion, die er gebracht hat, gnadenlos ausgebuht. Insofern hat sich das doch alles für ihn zum Guten gewandt. Gut, das war aber auch ein Extremfall damals, weil halt alle Daniel Bryan erwartet haben. Ja, der nicht angekündigt war, genau. Das war tatsächlich die Situation und eigentlich echt ein historischer Rumble, der 2014er. Ich habe das letztens mal im Wrestling Observer gehört, musste ich echt schmunzeln. Das in jeder Hinsicht, oder in vielerlei Hinsicht historisch. Zum einen, Batista gewinnt den Rumble, wird ausgebuht. Daniel Bryan wird von allen gefordert, kommt nicht. Die Halle turnt und man entführt quasi oder man captured the Event sozusagen. Der letzte Auftritt von CM Punk, muss man auch so sehen. Der war seitdem auch nie wieder in einem WWE-Ring. Karriere beendet von Kane. Also da sind schon einige historische Randnotizen drin, über die man rückblickend schmunzeln kann. Royal Rumble 2014, ja. Scheidet die Gemüter, kann man sagen. Könnt ihr mal ein Flashback zu machen? Ja, da müssen wir erstmal den 95er Rumble hinkriegen. Und dann haben wir noch 19 Jahre, die wir irgendwie überbrücken müssen. Das wird, schaffen wir nicht mal. Ja, dann 2037 ist Flashback empfällig, wa? Wenn ich dann noch lebe, oh, da bin ich aber schon alt. Da bin ich aber richtig alt. Okay. Wir werden das verfolgen, aber zuerst muss ich mit Marvin. Ach, wir sind ja schon an der Technik gescheitert mit Marvin. Von daher, wenn wir schon den 95er nicht schaffen, dann ja erst recht mit dem 2014. Na gut, das war die eine Story, die so ein bisschen immer, sag ich mal, die Gemüter oder die Fans beschäftigt. Die zweite war das Nicht-Erscheinen
eines angekündigten Athleten, nämlich von Brock Lesnar. Der war nicht nur nicht in der Stadt, in Anaheim war man bei Raw, glaube ich, ne? Ich meine, Raw war Anaheim. Ja, genau. Nee, er hat auch noch beim Elimination Chamber Pay-Per-View auch mit Abwesenheit geglänzt und lieber ein Foto mit Dana White machen lassen, dasselbiger, auch sofort über Twitter dann veröffentlicht. Ich habe es mir mal angeguckt. Ja, ganz normales Foto. Brock guckt wie immer, Dana freut sich wie ein Honigkuchenpferd letzten Endes. Und auf die Frage angesprochen, was ist denn so mit der Chance, dass Lesnar mal wieder bei UFC auftritt? Die ist sehr groß, hat der gute Dana dazu gesagt. Da war natürlich jetzt die große Diskussion, Mensch, warum war Lesnar jetzt nicht da bei Raw? Hat er schon wieder in den Sack gehauen? Will er seine Karten für eine eventuelle Vertragsverlängerung aufbessern? Will er Druck ausüben? Was war da los? Also so richtig eindeutig geklärt weiß ich jetzt nach wie vor nicht, ob es das ist. Aber es hieß, es wurde viel erzählt. Manche sagten auch, er hat schlicht seine vorgesehene Zahl von Auftritten schon erledigt im TV. Zumindest im TV. Denn die vorgesehene Zahl an Auftritten als solche könnte es nicht gewesen sein, Julian. Denn wir haben ihn am Wochenende im Ring erlebt. Wir haben ihn am Wochenende im Ring erlebt, ja genau. Und zwar am Samstag, glaube ich, war es. Da war er in Chicago. Und trat bei einer House-Show gegen Kane an. Und das Match war auch relativ knackig, 35 Sekunden und der Sieg für Lesnar nach dem F5. Und ja, und die Fans haben tatsächlich gebuht. Also man scheint tatsächlich den Weg fahren zu wollen mit Lesnar, dass ja, man ihn so ein bisschen hinstellen wollen würde, als würde er das Business nicht respektieren, was Reigns ja auch schon bei Raw angedeutet hat. Als wäre Lesnar einfach nur jemand, der kommt für das Geld und dann geht er wieder. Aber wie dumm sind denn die Fans, wenn sie jetzt buhen? Ich meine, das ist doch ein Fakt, der seit dem Comeback 2012 jeder wusste. Genau, und jetzt packt man es in der Story. Das Gegenteil, niemals. Er sagt doch immer, ja, gebt mir das Geld und fickt euch doch alle. Und dafür wurde bejubelt. Ja, aber jetzt packt man es halt in diese Story. Ich meine, ja, Kreativität ist anders, ne? Also Wrestling-Fans sind aber auch manchmal dumm. Also muss man doch mal, also von wegen smart und wir durchschauen die Storylines und wir wissen, wie das Business funktioniert. Und jetzt turnen sie vielleicht, muss man ja auch abwarten, ich will ja auch nichts unterstellen, aber wenn sie jetzt, sag ich mal, diese Storyline kaufen, die Reigns ja, wie ich finde, auch gut vorgetragen hat bei Raw, muss man ja sagen. Das hat er ja auch schön gemacht. War übrigens alles geskriptet, ne? Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, das war eine Promo ganz spontan, vergesst es. Das sollte er genauso sagen. Aber wenn die Fans jetzt sagen, oh mein Gott, Lesnar respektiert das Business nicht, die Worker nicht, uns nicht. Nein, er will nur sein Geld und dann geht er. Da muss ich aber jetzt buhen. Ey Leute, seit 5 Jahren macht Lesnar das. Er hat nie was anderes behauptet. Er hat selber gesagt, wer mir viel Geld zahlt, für den halte ich den Arsch hin, so nach dem Motto. Ich lege mich für jeden hin, ich zerstöre alles und jeden, wenn man das von mir möchte. Gebt mir die Storyline, gebt mir das Geld, mir doch alles egal. Das hat er immer so gesagt und gehandhabt. Und jetzt wird er dafür ausgebuht, für etwas, was immer so war. Leute, das ist aber nicht so smart. Ich weiß nicht. Julian. Ja, finde ich auch schade sowas. Kra, genau. Genau. Kann ich jetzt ja mal Blacky nennen? So heißt der Papagei von den 3 Fragezeichen. Das wäre auch noch. Aber das, kennst du das überhaupt, 3 Fragezeichen? Natürlich kenne ich das, damit bin ich aufgewachsen. Ja, ich ja auch. Moment, ich wusste gar nicht, dass ich alt bin. Es sind immer noch neue Folgen. Ja, das stimmt. Das wird immer noch produziert. Echt? Immer noch? Ja, natürlich. Und immer mit den gleichen Sprechern. Oliver Rohrbeck ist, glaube ich, Justus Jonas. Jens Wawritschek ist Peter Shaw. Und Oliver Fröhlich heißt er, glaube ich, oder irgendwie Dings. Andreas Fröhlich ist Bob Andrews. Da hat sich nichts getan. Die sind mittlerweile zwar fast 60, aber machen immer noch die Stimme so von 18-Jährigen oder so. Doch, und die kommen regelmäßig 1-2 Folgen pro Jahr kommen raus. Mindestens, glaube ich. Krass. Und das ist sowas für, wie soll ich sagen, sensibel, melancholische Leute, die das immer beim Einschlafen hören und die so Mitte, Ende 40 sind. So. Aber es geht durch alle Altersgruppen. Also ich kenne auch Leute, die sind Mitte 20 und hören noch 3 Fragezeichen Folgen. Also, da gibt es auch. Ja, ich glaube, die gibt es sogar bei Spotify. Müsste ich mir mal angucken. Gibt es. Aber unterbrochen durch Werbung, wenn du Premium-Mitglied bist, juckt es dich natürlich. Natürlich nicht. Bin ich Premium-Mitglied, hallo. Ja, die zahlt gut. Ich natürlich nicht.
Also wie gesagt, also da kannst du dir alle, ich weiß, mittlerweile gibt es glaube ich schon 100.000 Folgen oder so ähnlich, 190, ich weiß es nicht, aber sehr, sehr viele. 190 plus Specials. Oh, habe ich gut getippt? 190, ich wusste es wirklich nicht. Nee, ich habe mir Zumindest laut damals Wikipedia. die 100. Folge gekauft. Das war, glaube ich, die Toteninsel, oder wie heißt die 100? Du hast es gerade aufgerufen, bestimmt. Die 100. Folge ist die Toteninsel, ja. Genau, und das war dann für mich der Zeitpunkt, wo ich ausgestiegen bin, war schon irgendwie zu blöd. Als man dann Mitte 2000 dann anfing, oder Anfang 2000 anfing, auf diese Hörbuchtourneen zu gehen und dann den Ausverkauf zelebriert hat, da war es dann für mich ein großes Glück. Oh, ich weiß nicht, ich habe damals noch die ganzen CDs davon gehabt. Ey, wo Ich sind habe die eigentlich Kassette alle hin? gehört. Ja, nee, Kassette nicht, aber CDs hatte ich, meine ich immer. Oh, wo sind die eigentlich? Die müsste ich echt mal raussuchen. Ja, ich komme noch aus der Kassettengeneration Ja, und Kassetten hatte ich auch. Ich hatte auch so einen Kassettenrekorder, wo ich dann irgendwann meine eigene Radiosendung aufgenommen habe. ja, siehst du, jetzt bist du selbst auf dem Äther, sagen. Aber man sagt, drei Fragezeichen muss man eigentlich als Kassette hören. Also frag mal die alte Leute sagen das natürlich, die Jungen kennen es ja gar nicht mehr. Aber die sagen natürlich, das ist ja toll. Jede Generation hat irgendwie einen Bezug zu den drei Fragezeichen. Ja. Faszinierend. Faszinierend. Aber ich glaube, die sind auch einfach Kult. Die muss man Ja, einfach kennen. sind sie auch, Ja. deswegen. Also viele hören es nur um des Kultes willen. Ich finde die neuen Folgen einfach mittlerweile langweilig. Aber wenn ich mal so bedenke, die alten waren auch nicht immer alle wirklich logisch und schlüssig, aber das müssen sie wohl auch nicht sein. Ich weiß gar nicht, welche die neueste ist, die ich gehört habe. Ich erinnere mich noch an Codename Cobra, das ist 115. Kenne ich nicht. Aber danach sagen die mir so namentlich erstmal nichts mehr. Aber ich glaube, deine Ach, die Lieblings. habe ich mir damals alle in der Bibliothek noch ausgeliehen. Alter. Stimmt. Sehr gut. Boah, komme ich mir gerade alt vor. Aber wir Alter müssen. Falter. Ich glaube, ich weiß, was deine Lieblingsfolge sein muss. In Anbetracht auf deinen Namen ist es ja der Superpapagei. Oh. Weiter im Text. Die fand Ja. ich tatsächlich gut, ja. Also, das war Brock Lesnar und die drei Fragezeichen gewissermaßen. Beides in einem Abwasch abgefrühstückt. Also, Lesnar steht unter Vertrag. Lesnar wird auch antreten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und in dieses Rumgespiele. Ich weiß auch nicht, wird auch viel diskutiert, dass Lesnar, also jeder bei WWE musste gewusst haben, dass er Montag nicht auftritt, weil er auch nicht in der Stadt war. So, von daher kann man jetzt nicht sagen, dass Lesnar kurzfristig die WWE verarscht hat, so nach dem Motto. Dass er in der Halle war und sagte, nö, ich mach das nicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich trete nicht auf. Also insofern, das war schon alles ein bisschen von langer Hand oder längerer Hand geplant. Die genauen Hintergründe sind und mir natürlich oder uns immer noch nicht hundertprozentig bekannt. Da bleibt vieles im spekulativen Bereich. Aber ich denke, es kann als wahrscheinlich bis fast sicher gelten, Lesnar wird bei Mania antreten. Also da gibt es Na, keine vielleicht bin Zweifel. ich so sicher. Wie bitte? Nein. Dann führ mal aus, Nein, Papagei. nein, nein. Ich wollte nur was Gewagtes tun und einfach sagen, ich widerspreche dir, aber jetzt kann ich es hier nicht durchziehen. Weil ich muss, im Endeffekt muss hier nachplappern. Ich kann gar nicht Angst vor anders. der eigenen Courage, was? Ja. Nein, also wie gesagt, bei Lesnar können wir, glaube ich, Entwarnung geben. Und danach, wenn er schlau ist, hört er auf. Weil das Konzept Lesnar, das haben wir, glaube ich, auch mehrfach angesprochen, es neigt dazu, sich doch langsam mehr oder weniger deutlich tot zu laufen. Und ob du mit so einem Teilzeitmensch dann nochmal eine andere spannende Storyline hinkriegst. Naja, wir werden das erleben. Ein anderes Booking, das sehr viel für, ja, wie soll ich sagen, Unverständnis bei vielen Fans gesorgt hat, ist das Booking von Roman Reigns und Braun Strowman. Wir erinnern uns, in der Chamber hat eigentlich Strowman alles und jeden dominiert. Er hat auch jeden gepinnt, bis am Ende Roman Reigns, der hat ihn gepinnt, aber er hat sich dann den Heat zurückgeholt, indem er Reigns nach dem Match noch abgefrühstückt hatte. Da haben sich viele gefragt, was soll denn das jetzt? Wenn ihr mit Reigns geht, dann lasst ihn doch bitte auch entsprechend in der Chamber stark dastehen und auch nach dem Match stark dastehen. Wenn ihr Strowman stark dastehen lässt, müsst ihr ihn die Chamber auch gewinnen lassen. Man hat also irgend so einen Mix wieder aus allem gemacht, was viele nur noch bei vielen fragende Gesichter hervorgerufen hatte. Soweit so schlecht. Oder soweit so tatsachenmäßig in Anführungszeichen. Jetzt kommen immer mehr Gerüchte hoch, die dieses Booking erklären können. Bei Raw wurde Strowman wieder sehr stark dargestellt. Er wurde zwar von Elias mit einem Feuerlöscher bespritzt und war deswegen leicht kampfunfähig, hat trotzdem
ihn platt gemacht und in die Flucht geschlagen. Also stand Strowman wieder stark bei Raw da. Hintergrund, warum man das jetzt so komisch spuckt im Moment, ist angeblich der, dass WWE sich alle Optionen offen halten möchte für den Fall, dass unser fröhlicher Knastbruder, der ja, wir erinnern uns, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht mehr, der ja mit belastbarem Material an die Öffentlichkeit gehen möchte, Reigns und die Steroide, Reigns und die Dopingmittel, so nach dem Motto, und auch noch viele andere WWE-Superstars, die involviert sein sollen. WWE hält es wohl zumindest für nicht komplett ausgeschlossen, dass da irgendwas an die Oberfläche kommt, und für den Fall, dass das so sein sollte, ob man Reigns kurzfristig aus dem Verkehr ziehen muss, hätte man Strowman sozusagen in der Hinterhand. Das soll angeblich die Erklärung dafür sein, dass man zwar auf Reigns setzt, aber irgendwie mit so einer kleinen Hintertür Richtung Strowman. Ob das alles stimmt, wird man abzuwarten haben. Aber so wird's gemunkelt. Julian, wie interpretierst du die Darstellung von Reigns und insbesondere von Strowman? Und was hältst du von den Gerüchten, dass man tatsächlich derzeit sagt, mal gucken, ob Strowman vielleicht wackelt oder sogar fällt? Also wenn es tatsächlich stimmt, dass man so buckt, weil man drauf wartet, ob der, ich glaube, irgendwas mit Rodriguez war sein Name? Ja, irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr. Knastbruder nennen wir ihn. Genau. Ob der noch irgendwas liegt. Aber wenn man tatsächlich deswegen so buckt, dann finde ich das ziemlich dumm. Weil dann gibt man damit ja quasi zu, dass die eigenen Dopingtests nicht funktionieren. Und man sich dem sogar bewusst ist. Und das finde ich halt, naja, ist eigentlich ein falsches Zeichen, oder? Ja. Wobei ich glaube, es ist auch kein Geheimnis. Na, das muss ich aufpassen, was ich sage. Also, was man so hört, im Nachwuchsbereich gibt es gar keine Kontrollen. So nach dem Motto. Und. Ja, Kontrollen schon, aber keine, die veröffentlicht werden, soweit ich weiß. Ja, genau, also keine medienwirksamen Kontrollen, so will ich es mal sagen. Keine transparenten, für die Öffentlichkeit einsehbaren Kontrollen. Sodass man dabei WWE so mit umgehen kann, wie man es denn gerade möchte, sozusagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, und da müsste man wirklich Experten fragen, und die werden es uns nicht sagen, wie intensiv und wie im Detail die Kontrollen im Main-Roster aussehen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Will sagen, man kann ja so und so kontrollieren. Weißt du, was ich meine? Man kann wirklich da hinterher sein und wirklich alles kontrollieren, oder man kann sagen, ja, hast du was in der Tasche? Nö, okay, bist sauber. Genau so, also wir wissen es nicht. Wir beide zumindest wissen es nicht. Und ich habe auch jetzt keine verlässlichen Quellen, die genau sagen, was da läuft. Irgendwo gibt es da vielleicht was, aber das habe ich jetzt in der Schnelle nicht also recherchieren können. Was ich jedenfalls mal gehört habe, ist, dass die Methoden, die sie benutzen, total veraltet sein sollen. Das höre ich auch. Also wird häufig der Vergleich zu DDR-Doping genommen. Und dass sogar das vielleicht nicht auffallen könnte. Und das ist ja nur schon ein paar Jahre alt, dieses Mittel. Also höre ich nur ab und zu im Wrestling Observer Radio. Von daher. Also es ist ein Thema. Und wenn WWE so bookt, wie sie booken, und wenn die Erklärung stimmt, dann heißt das, ja, bei unseren Kontrollen muss man das zumindest für möglich halten, dass uns das durchrutscht. Sonst hätten sie ja keine Angst. Richtig. Ja, muss man abwarten, letzten Endes. Also dieses Aktienoriginal ist der Hammer. Ist der absolute Hammer. Ich glaube, das ist besser als Landbier. Werde ich jetzt vielleicht mal einen Kasten kaufen. So. Ja, aber die zahlen auch gut, so wenn man einen Bier-Podcast öffentlich erwähnt, ne? Null. 0,0. Null? Ich musste bezahlen. Ach was. Also, wenn wir da verantwortlich finden und die uns irgendwie dafür bezahlen könnten, das wäre ja schon super, oder? Ja, und sei es, dass sie uns bezahlen, dass wir das nicht mehr erwähnen. Hauptsache, sie zahlen. Wir möchten nicht mit euch in Verbindung gebracht werden. Ja, kriegen wir hin. Ja, also das waren so die Fragen, die die meisten beschäftigen. Und wirklich konkrete Antworten haben wir nicht. Wir haben persönliche Einschätzungen, aber natürlich haben wir auch kein Insiderwissen. Will ich gar nicht um heißen Brei rumreden. Wenn wir es hätten, würden wir es euch sagen. Haben wir aber natürlich auch nicht, was die Details angeht. Nee. Zu Reigns vielleicht noch, die Promo, die er gehalten hat bei Raw, die fand ich tatsächlich gut von ihm.
Ja, da wollte ich jetzt tatsächlich jetzt im Rahmen der Weekly noch drauf eingehen. Ach Die so. wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Insofern hast du gerade das Stichwort gegeben, die Weeklies als solche. Bei den Mädels kann man sagen, ja, was kann man eigentlich sagen? Sind wir da jetzt irgendwie schlauer? Also die Sache mit Mickie James und Alexa Bliss geht weiter. Naya ist mittendrin und halb dabei. Und Bayley scheint jetzt mit Sascha Banks irgendwie nicht so glücklich zu sein. Ob man damit was für Mania aufbaut oder nicht, keine Ahnung. Muss ich irgendwie gestehen. Ja, und Asuka ist die große Championess-Anwärterin, die sich immer noch nicht geäußert hat. Was soll ich mit diesem Status bei den Mädels jetzt anfangen? Ist irgendwas passiert, was mir Ja, entgangen ist? nee, eben nicht, aber man hat eben das, was man in den letzten Wochen oder vielleicht sogar schon Monate erzählt hat, immer weitergeführt. Also mehr macht man nicht. Man wird auch jetzt nicht die größten Twists noch reinbringen. Ich denke, es wird weiter so ablaufen. Asuka fordert am Ende Charlotte Flair raus, auch wenn jetzt alle denken, dass sie auf Alexa Bliss geht. Das wird der große Surprise-Moment sein, mit dem keiner rechnet in dem Moment oder kurz danach. Wird Mickie James für sich die Titelchance gegen Alexa Bliss in Anspruch nehmen. Und dann gibt es halt noch ein Match zwischen Bayley und Sasha Banks. Vielleicht der Pre-Show. Alles möglich. Alles möglich. Nur neuer Jax fällt da halt komplett dann raus, ne? Ja, ich bleibe ja immer noch dabei, dass ich Nia Jax gegen Bliss sehe bei Mania. Ja, vielleicht ja auch ein Freeway-Match. Tatsächlich. Was, Also Mickey, Bliss und Nia? Bliss, James und Naya, ja. Wo? Du kannst alles machen. Jucken tut mich davon sowieso nichts. Nee. Also. Also, was mich tatsächlich am meisten jucken würde, wäre ein Singles-Match, Naya gegen Bliss. Würde ich mir gerne angucken. Wenn du es jetzt noch richtig machst, dass, keine Ahnung, Bliss und Mickie James zusammenbleiben und jetzt Naya irgendwann hinterrücks attackieren, die sich ja doch eher Richtung Bliss und Mickie James so ein bisschen gerade orientiert, dann kannst du natürlich das so machen, dass du Naya danach Mickie James squashen lässt. Und auf diese Weise dann Mania aufbaust. Also wäre möglich. Also mich juckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist auch eine persönliche Ansicht und das kann auch jeder anders natürlich sehen. Aber bis auf Nia Jax gegen Alexa Bliss wird mich keine Paarung bei Raw auch nur im Ansatz interessieren. Gar nicht. Nicht mal die interessiert mich so wirklich, weil, ja, keine Ahnung, da ist, keine Ahnung, es ist ein ganz komisches Gefühl einfach. Es fehlt einfach was. Es fehlt irgendwas, irgendwie so ein, ja, so dieses, kennst du dieses Gefühl, wenn man ein großes Match vor sich hat? Das fehlt einfach komplett bei jeder Paarung bei Raw. Stimmt. Damen-Division jetzt. Hast du recht. Ich sage ja auch nur, das Einzige, was so einigermaßen wäre das. Ansonsten wird es Ja. wirklich schwer. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute auch das Match nicht kickt, sozusagen. Absolut. Ja, lass uns mal überraschen, weil so wirklich schlauer bin ich jetzt nicht geworden, was das Booking angeht, sozusagen. Also du hast das jetzt wird weitergeführt. Ich hätte gesagt, es wird verwaltet. So hast du dich, glaube ich, auch in der Vorbesprechung Ja, ausgesprochen. genau, es wird verwaltet, es wird nichts Großes gemacht. Man wird wahrscheinlich so kurz vor Mania mit dem letzten Twist nochmal ein bisschen was verändern und dann geht's halt Richtung Mania mit dem Match, für das man sich dann letztendlich entscheidet, aber bis dahin, ja, wird man wahrscheinlich so ein paar Spannungen zwischen dem Dreiergespann Bliss, James und Jax aufbauen, aber ansonsten wird da nicht viel passieren. Nee, glaube ich nämlich auch. Na ja, gut, schauen wir mal. Gespannt sind wir alle nicht. Aber Bray Wyatt hat es geschafft, eine Promo einzujagen, die es mir kalt den Rücken runterlaufen ließ. Zum ersten Mal seit Monaten habe ich ihn wieder als richtig gruselig und angsteinflößend empfunden, denn er hat angedroht, dass die Fehde mit Matt Hardy noch nicht zu Ende ist und noch mehr Matches kommen. Na, wenn Oh das mal nicht Angst Gott. einjagt. Ja, auf jeden Fall. Wobei Matt Hardy ja schon über Twitter die Ultimate Deletion angekündigt hat. Ja, toll. Also. Und ich bin mir relativ sicher, dass das bei Mania passieren wird und da wird man sowas wie die Final Deletion mit TNA aufziehen. Das wird so schlecht. Ah, das wird Naja, so schlecht. glaube ich nicht mal, glaube ich nicht mal. Wenn man sich wirklich bewusst ist, dass das Trash sein muss, weil es halt nicht wirklich serious sein kann und das dann auch wirklich komplett durchzieht, so wie es TNA damals gemacht hat, dann kann das Unterhaltung werden. Es Aber haftet.
Es wird kein gutes Wrestling-Match, aber haftet dem entertainment. Ganzen nicht nur leicht, sondern vom Scheitel bis zur Sohle das Wort Abklatsch an? Naja, finde ich jetzt ehrlich gesagt so schlimm noch nicht, weil man schwierig zu sagen. Zum einen gab es so ein Final Deletion Match nur zweimal in der Geschichte, glaube ich. Einmal das Match zwischen den Hardys und einmal das Tag Team Match gegen. Oh Gott, das ist so lange her. Ah, ich weiß auch, wie du meinst, ja. Es gab irgendein Tag Team Match auf jeden Fall mit den Hardys gegen irgendwen. Bei TNA noch. Ja, klar. Genau. Ich komme aber gar nicht drauf. Da geht es doch auch um die Titel, meine ich. Ja, das kann gut sein. Ich versuche es mal ganz schnell rauszufinden. Ich glaube Total Nonstop Deletion oder so hieß es. Das war doch eine komplette Show, die auf Genau, dem nur Hardy aber Ground war. aufbaute. Ja, genau. Richtig. Das war die Broken Hardys gegen DK war's. Abyss und Crazy Genau. Steve. Elite NTK, Yeah, da habe ich genau. irgendwie. Genau. Die Tag Team Apokalypto. Genau, das war's. Mit 50 Zuschauern. Wie bitte? 50 Zuschauer waren wohl da vor Ort. Echt? Naja gut, die Show war ja komplett an dem Gebäude von den Hardys, also an dem Ach so, Wohngebäude. ja, stimmt. Da haben sich vielleicht so 50 Leute drumherum versammelt. Aber schon süß irgendwie. Naja, schauen wir Ja. mal. Also, ich denke mal, wenn man es gut aufzieht, man hat auf jeden Fall die Mittel dazu. Man hat das Geld dafür, man hat produktionstechnisch die Leute und das Know-how und ja, wenn man wirklich sich dabei ein bisschen Mühe gibt, ein bisschen Zeit investiert, dann kommt da bestimmt was Gutes raus. Aber man muss sich halt dabei anstrengend ja, es versuchen, irgendeine Fehde relevant zu machen, die nicht die Main Event Fehde ist. Aber das musst du ja eigentlich vor Mania bringen dann, ne? Nee, genau bei Mania, hätte ich jetzt gesagt. Bei Mania? Ja, natürlich. Wie willst du denn sowas bei Mania machen? Einspielen. Du brauchst doch eigentlich so einen abgelegenen Ring Ja, irgendwo in der Valla genau. Pampa. Ja, richtig. Und das filmst du halt alles vorher und das strahlst dann auf der Mania-Bühne aus. Ach du Scheiße. Das muss doch ein Tod sterben, hätte ich fast Das hat gesagt. TNA mit dem Final Deletion Match ja auch gemacht. Und da hat es ja auch funktioniert. Haben Sie es in den Shows Ja, ausgestrahlt? natürlich. Die haben ein Match, haben sie das Final Deletion Match zwischen den beiden Hardy-Brüdern, das haben sie in den Shows ausgestrahlt. Ach du Scheiße. Und die Ja, Fans okay. in der Halle haben es sogar tatsächlich gut aufgenommen, soweit ich mich erinnere. Na gut. Ja, ich weiß nicht, ob das für Mania der richtige Platz ist, ehrlich gesagt. Aber das lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube eher, dass man es bei der Raw vor Mania, bei ein, zwei Raws vor Mania vielleicht bringen wird. Ich habe keine Ahnung, wie sowas bei WWE funktioniert. Es muss dann ja, also was überhaupt nicht funktioniert hat, war das House of Horrors Match. Was ja nach einem ähnlichen Prinzip war. Beim Pay-Per-View. Und da saßen sie ja alle 10.000 Fans und haben auf die Leinwand geguckt. Ja, Und haben genau. sich verarscht gefühlt, Du darfst sozusagen. halt währenddessen nicht die Crowd zeigen. Du musst halt das Video komplett intensiv ohne Crowd-Reaktion zeigen. Zumindest für Absolut. die heimlichen Zuschauer. Das verstehe ich schon. Aber die Frage ist ja, wie das dann in der Halle bei den Fans ankommt. Und wenn du bei Mania so hoch pokerst und das Match, sag ich mal, ein Tod stirbt, dann hast du natürlich ein Problem, die Crowd wieder zu kriegen. Kann sein, dass sie dann das Event, Pinkel gehen. Ja. ja, oder das Event capturen, Naja, möglich, sozusagen. möglich, klar. Du kannst natürlich auch versuchen, dass du das Match im Ring startest und oder beendest. Das geht natürlich auch. Allerdings bin ich da jetzt nicht so der große Fan von, wenn ich ehrlich sein soll. Das fand ich an dem House of Horrors Match auch so ein bisschen komisch, dass man das Match in der Halle dann beendet hat. Einfach weil dann das komplette Feeling von einer Sekunde auf die nächste verloren geht. Absolut. Weil das House of Horrors Match, ich glaube, an sich war es jetzt gar nicht mal so schlecht, wie viele darüber sprechen. Doch, Ich das war fand's. sehr schlecht. Ja, also natürlich, es war kein Wrestling-Match, klar, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber es war lustig, es war Entertainment. Natürlich hätte man da viel, viel mehr draus machen können, logisch. Es war im Endeffekt einfach nur so ein klassischer Horrorfilm, so gesehen. Und ja, ziemlich wenig für einen Horrorfilm. Horrorfilm? Ja, die ganzen Sachen, die sich da bewegt haben und die Geräusche und die Räume, ja, sowas halt alles. Also es war jetzt nicht wirklich gruselig, es war wirklich eher lustig aufgezogen. Und wenn man jetzt Genau. versucht, halt so ein bisschen mehr von diesem
man versucht gruselig zu sein und so ein bisschen mehr in die Richtung, Hardy ist einfach ein abgefuckter Typ, dann kann es gut werden. Aber die Richtung muss man einerseits gehen und andererseits muss man da Hardy vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum lassen. Na, da bin ich aber mal sehr gespannt. Ja, ich auch. Also ich habe die Hoffnung, dass das was wird, aber schwierig. Also ich würde es bei einer Weekly ausstrahlen, ganz ehrlich. Bei Mania wäre es mir eigentlich zu gefährlich, das zu machen, Ja, oder aber zumindest in der Pre-Show von Mania, das geht ja auch noch. da, sicher, da kannst du es bringen, nur da geht's irgendwie unter, finde ich. Also also als Experiment gebe ich dir vollkommen recht. Kann man das wohl mal machen? Weil TNA ist nun mal nicht WWE. Und was bei TNA für Kultstatus gesorgt hat, übrigens auch nicht groß finanziell zu Verbesserungen geführt hat, muss man auch sagen, muss aber nicht zwingend bei WWE auch funktionieren. Das heißt, wenn man so ein Projekt angeht und ein gewisses Risiko natürlich dabei immer hat, wäre vielleicht die Idee der Umsetzung für mich eher die Weekly. Bei der Mania Pre-Show juckt es eh keinen oder vielleicht nicht so viele. Und auf der Mania Card, auf der Main Card wäre das Risiko vielleicht zu hoch. So oder so, die WWE muss entscheiden, ob und wie sie es umsetzt. Und wir werden es verfolgen. Ich spreche mich für eine Weekly aus und Julian spricht sich für die Pre-Show bei Mania aus. Habe ich richtig verstanden? Ja, genau, so eine Pre-Show bei Mania kann man darauf gut aufbauen, man kann es gut ankündigen, man kann eine Werbung dafür ohne Ende machen, also was Das spricht dagegen? lassen Warum nicht? wir uns mal überraschen. Du nennst es WWE Deletion, ich nenne es WWE Abklatsch. Mal gucken, was dabei rauskommt. Was hältst du von der Promo von The Miz? Ich halte nicht viel von deinem Knacken, wenn ich ganz ehrlich Warum bin. knackt es denn schon Ich wieder? weiß es Knackt es immer nicht. noch? Na, jetzt geht's gerade. Ich bewege mich überhaupt nicht. Okay. Die Probe von The Miz war nicht gut. Ich Also, fand sie nicht so gut. ich fand sie intensiv mal wieder. Also, ja, sie kam ein bisschen rüber wie einen, dieser schon mal schon öfters hält. Aber man merkt einfach, er packt da viele Emotionen rein. Das gefällt mir an The Miz einfach. Was soll mir das denn jetzt sagen? Es klingt irgendwie wie ein entschlossenes Face, aber The Miz ist kein Face. Ja, Er wirkt das ist entschlossen, problematisch. er wirkt ernst, er wirkt an das glaubend, was er sagt. Und das passt überhaupt nicht zu The Miz, wie ich ihn sonst kennengelernt habe. Ja, deswegen, ich verstehe auch nicht so ganz, warum er jetzt der Heel ist. Wenn, ich meine, er hat ja im Endeffekt recht, wenn Kurt Angle ihm nicht sagen will, wer sein WrestleMania-Gegner ist und ihn quasi damit noch, ja, foltert, indem er ihm zwei Gegner an einem Abend gibt. Da ist nicht viel Heelig dran, oder? Null. Und das war auch, wie du es sagtest, das folgte ja auch danach. Er bekam zwei Gegner. Und so bookst du ein Babyface, aber kein Heel. Dass er gegen Rollins nach 13 Minuten verliert, ist in Ordnung. Das Match war auch gut. Auch der Frog Splash. Ich finde den Ja. Frog Splash von Rollins großartig. Aber dass du ihn danach noch gegen Finn Balor stellst und ihn nach 11 Minuten auch dann nochmal verlieren lässt, nur um auf diese Weise jetzt ein Three-Way der beiden gegen Miss bei Mania aufzubauen. Das kann man auch anders machen. Das kann man viel, viel besser aufziehen, sowas. Ja, sollte doch Miss lieber beide hinterrücks angreifen und irgend so ein Unfug oder sowas. Aber wer kommt denn hier jetzt wie das Babyface rüber? Der arme Miss, der sich gegen zwei Na. Leute durchsetzen muss, weil der böse Kurt so gemein ist. Ja, genau, richtig. Aber man scheint sich bei The Miz und dem Triple Threat zumindest schon mal ziemlich sicher zu sein, weil das ist ja dann, das impliziert ja doch Titelchancen bei Mania, oder? Da ist Strowman dann wohl raus. Ja, da wird man sich jetzt relativ weit wegbewegen, was Ja. Strowman angeht. In der Tat. Also Strowman hängt jetzt, tun wir jetzt mal so, als ob Reigns nicht brutal schwer belastet wird. Dann hätte ich für Strowman jetzt keinen Gegner. Elias. Aber das ist Weil, keine Mania-Paarung. Das also der ist beim Name Elias besten fällt in diesem Zusammenhang tatsächlich, wie du sagtest, immer wieder relativ häufig. Aber ich bitte dich. Das ist keine Mania-Paarung. Also da brauchst du mich nicht bitten. Das ist beim besten Willen keine Paarung für WrestleMania. Das ist höchstens eine Pinkelpause. Also Selbst wenn hat du deine Stipulation XY draufsetzt, hier, was weiß ich, Hardcore Extreme Rules, Barbed Wire Ropes mit explosivem Stacheldraht außerhalb auf der Matte oder sowas. Selbst dann keine Chance. also das Einzige, was du jetzt, wie du es vielleicht retten kannst, und vielleicht macht man es sogar so, dass du das Match nicht als Wrestling-Match als solches inszenierst, sondern als, ich sag mal, ein Show-Act in Anführungszeichen. Du hast jetzt noch 3 Wochen, ja,
Ah, gut 3 Wochen bis Mania. 4 Raw-Shows, glaube ich, hast du noch bis Mania. 3 oder 4, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, müsste ich nachgucken. Wenn du jetzt bei jeder Raw-Ausgabe irgendeine neue, so fast schon so Roadrunner-mäßige Storyline bringst, in der Elias Strowman immer hinterrücks angreift, mit irgendwelchen unfairen Geschichten, in allen möglichen Situationen, die man sich vorstellen kann. Und Strowman dann bei Mania seine Revenge bekommt sozusagen. Dann machst du das quasi nicht als Match, sondern als ein, keine Ahnung, Finisher-Count-Wettbewerb. Der erste Power Slam kommt nach einer Sekunde, so nach dem Motto, und dann ist Elias platt. Strowman guckt so ein bisschen ins Publikum und die spielen mit und schreien One More Time. Es kommt der zweite Power Slam. Er guckt wieder One More Time, das macht er dann, was ich, 20 Mal. Hat einen Power Slam Rekord aufgestellt, pinnt ihn und so. Dann hast du natürlich kein gutes Wrestling-Match, aber du hast eine nette Show in Anführungszeichen. Irgendwie was, woran du dich in 10 Jahren noch erinnern kannst. Die Show, in der Strowman 20 Power Slams raushaute oder irgend sowas. Das ist die einzige Variante, wie du diese Paarung retten könntest. Weil ein Wrestling-Match stirbt. Definitiv. Das sehe ich genau wie du. Schauen wir mal. Ja, man könnte es auch aufziehen, dass Elias jetzt die letzten 5 Shows, sind es jetzt noch bis Mania, ständig vor Strowman flüchten kann und immer Genau. entkommt. Und bei Mania gibt es dann Steel-Cage-Match oder sowas. Genau, das wäre die zweite Variante, dass der Strowman ihn nicht kriegt. Bei Mania kann er nicht ausweichen, aber irgendwie gelingt es ihm zuerst doch und dann machst du die Power Slam Countdown-Attacke sozusagen. Also irgendwie so in die Richtung, Ja, du dass du musst dann das. wirklich um die Power Slams rum aufbauen und du kannst kein gutes Wrestling-Match bei Mania zwischen den beiden packen. Das geht Null. nicht. Nee. Null. Also das sind ja beides fast die größten Graupen, die WWE bei Raw hat derzeit. Wrestlerisch. Nicht böse gemeint, aber so großartig ich ihn auch finde, im Ring ist er beschränkt. Als Entertainer ist er großartig. Ja, aber Strowman, wie gesagt, da möchte ich auch mal kurz, ich muss für Strowman kurz eine Lanze brechen. Ja, ich verstehe, dass viele jetzt sagen, Strowmans Booking fängt an zu nerven. Kann ich absolut nachvollziehen. Es ist relativ eingeschränkt, die Möglichkeiten, die du mit ihm hast und damit auch sein Booking. Aber ich finde es trotzdem stark, wie sich Strowman entwickelt hat. Er wurde gut gebuckt, aber er hat es auch geschafft, irgendwie overzukommen. Mit seiner Art, mit seinem Charisma, natürlich auch durch die Art, wie er gebuckt wurde. Aber ich freue mich für ihn. Im Rahmen dessen, was man mit Strowman hätte machen können, hat er das Maximale eigentlich rausgeholt. Viel mehr ist nicht drin. Was heißt, viel mehr ist nicht drin? Er ist ja nur einer der immer noch am meisten overige Worker bei WWE und er ist immer noch der am meisten geschützte, mit Reigns, der am meisten geschützte Worker und Lesnar vielleicht noch, den du bei Raw im Main Roster hast. Also das Experiment hat schon funktioniert. Dass du natürlich mit ihm an seine Grenzen kommst irgendwann, das liegt auf der Hand. Ja, und deswegen habt ihr vollkommen recht. Alle, die sagen, oh Gott, langsam nervt es mich und langweilt mich und Strowman doch sehr eindimensional, habt ihr völlig recht. Aber trotzdem, also mein Respekt hat er irgendwie gekriegt, weil er das wirklich knuffig umgesetzt hat, in Anführungszeichen. So. Ja. Die Promo von Reigns, Julian, sie gehört dir. Du hast sie schon angesprochen. Ja, kann man jetzt nicht viel zu sagen. Also, er freut sich auf sein Match gegen Lesnar. Er sagt, dass er im Gegensatz zu Lesnar zu seinem Wort steht. Er hat die Chamber gewonnen. Hat er versprochen, hat er gemacht. Und jetzt will er Lesnar besiegen. Und Lesnar ist eine kleine feige Bitch, die sich hinter Dana White versteckt. Und halt dann nur dann auftritt, wenn Geld für ihn dabei rausspringt und Lesnar respektiert die WWE nicht, die Fans nicht und nichts hier in der WWE, während Reigns für Respekt stehen würde. Ja. Die Fans haben es gekauft, zumindest Die für den Fans Moment. haben es für den Moment gekauft, ja, und das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Die Reaktionen waren ja gut für ihn tatsächlich. Natürlich ist es so ein Satz wie, er geht jetzt hier seine Standpauke abholen, ist bei einer geskripteten Promo so ein bisschen, aber wenn wir jetzt mal voll in Kayfabe reingehen und bedenken, dass das oder einfach mal davon ausgehen, dass die Promo halt wirklich das ist, was er sich da ausgedacht hat, dann ist das eine gute Promo gewesen, die er gut vorgetragen hat. Eine seiner stärksten, würde ich auch Ja, sagen. würde ich auch auf jeden Fall mitgehen, ja. Das war richtig gut, zumal auch viele eben sagten, oh, geskriptet oder nicht. Also es war evident, dass es Ja, genau. geskriptet war. Ja, Aber logisch, klar. man konnte zumindest so ein bisschen überlegen. So nach dem Motto, Und
Also der Wrestling Observer hat es sehr schön gesagt und ich schließe mich dem tatsächlich an. Er hätte nach dem, ich habe keine Angst, I'm not afraid of this bitch oder so ähnlich, hätte man gut sein lassen sollen. Dann hätte man an diesem Punkt die Promo beenden müssen und das mit der Standpauke, wie du schon sagtest, hätte man sich gerne schenken können. Das Ja. wirkte dann doch ein bisschen blöd. Also anbiedernd und over the top, hätte ich gesagt. Zu viel des Guten. Ansonsten hat Reigns hier einen super Job gemacht. Die Fans haben es gekauft, allerdings nur bis zum Dark Match, da wurde er wieder ausgebuht, sagen die Quellen, die da waren. Gleichwohl, man hat 80.000 Wege versucht, Reigns over zu bekommen. Jetzt haben wir Weg 80.001 erlebt. Ob es klappt, weiß ich nicht, aber er ist zumindest einer der, oder er ist zumindest einigermaßen vielversprechend, sagen wir es mal so. Also nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es wird trotzdem nicht klappen bei Mania. Aber es ist interessant zu sehen, wie WWE es jetzt mit dieser Variante mal versucht. Und wir verfolgen das weiter. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, ich würde auch sagen, ich hoffe, sie ziehen es durch so auf der Art und Weise, weil das hat mir echt gut gefallen, so. Müssen sie. Also jetzt zurück Ja. können sie nicht mehr. Das Nee, glaube ich auch. klar. Ja, Titus Worldwide geht baden. 2 zu 0. Muss man, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ich verstehe nicht, warum die noch ein Titelmatch bekommen haben. Was weiß denn ich? Ist mir alles zu kompliziert, aber die armen Titus Worldwide, das ist jetzt ja nun wirklich, die sind ja tot, toter als tot. Elias klimpert rum und Strowman Aber unterbricht ihn. ich fand den Witz von Cesaro gut. Welchen meinst du? Geht ein Mann in eine Bar. Ach nö. Ende des Witzes. Ja, Genau. genau. Ja, ich bin mal gespannt, was man für Bar jetzt vorhat, weil sie haben alle möglichen Gegner besiegt und wollen jetzt auch keine Matches mehr bestreiten. Da wird irgendwas Weißt du, was Großes bei ich Mania glaube? kommen, glaube ich, ja. Broken Hardys. Ja, möglich. Das wäre zumindest cool bei Mania dann. Vielleicht so in die Richtung Jeff Hardy wieder fit. Er trainiert ja auch, kein Geheimnis. Und The War is over, so nach dem Motto Bray Wyatt und Matt Hardy. Wyatt attackiert ihn hinterrücks, fertigt ihn ab. Jeff rettet ihn oder irgend so ein Unfug und schon hast du kurz vor Mania am besten. Oder du machst irgendwie. Hältst Jeff komplett raus bis Mania und machst so einen Surprise-Act wie letztes Jahr. Möglich. Also, keine Ahnung. Aber ich glaube, The Bar hängt gegnermäßig dermaßen in der Luft im Moment. Ja, da ist Gerade halt in Bezug nichts in auf der Tag Mania Division. musst du ein großes Team bringen. Ja. Und da ist bei Raw nichts zu sehen. Nee, die Hardys sind ja schon die einzige große Option, die du hast bei Raw. Also sonst kannst du halt vielleicht noch ein Match gegen die Usos oder New Day machen, um die Titel zusammenzulegen und die Tag Team Division zusammenzulegen, aber ansonsten, nee. Da gibt's Ja, nichts okay. mehr. Das wäre eigentlich, ja gut, so ein Unified-Match oder Zusammenführungsmatch. Naja, wobei selbst dann wird sich dann ja alles um New Day und die Usos drehen. Ja, aber das machst du jetzt ja bei Fastlane schon. Ich glaube, da wird das Ding geklärt, Ja, das wer bei stimmt. Mania antritt. Na, schauen wir mal. Ja, dann über Strowman und Elias haben wir ja schon gesprochen. Elias sprüht, Strowman bleibt trotzdem der Sieger und scheucht Elias in den Backstage-Bereich. Die Limousine, was das ist, war und soll, wird uns nicht erklärt, ne? Das wurde nicht erzählt, nö. Ich vermute mal, es sollte so andeuten, das ist die Limousine von Ronda Rousey oder sowas. Ja, oder von Steph und Hunter oder was weiß Ja, ich, oder weil die waren sowas, ja im genau. nächsten Segment dran. Keine Ahnung. Aber gesagt, was damit zu tun hat, hat niemand, ne. Ein merkwürdiges Segment wieder, das Abschlusssegment von Raw. Ich krieg's alles noch nicht so richtig umgesetzt. Stephanie und Hunter sind im Ring und sagen, ja, das mit Rousey war alles so eine Sache, aber jetzt gehört sie ja quasi uns, WWE, WWE owns Ronda oder so ähnlich hat sie gesagt. Schuld ist sowieso nur Kurt, der mit dusseligen Aussagen da alles Mögliche ins Wanken gebracht hat. Und so eine doppelseitige Lungenentzündung ist auch kein Spaß, der Mann ist krank und wusste gar nicht, was er überhaupt da gesagt hat. Und wir verlangen jetzt sofort von Kurt eine Entschuldigung für sein dusseliges Verhalten. Stattdessen kommt Ronda rausgelaufen mit einem Gesichtsausdruck, mit dem ich wieder wenig anfangen konnte, aber na gut, Geschmackssache. Hunter und Steph laufen erstmal weg. Super. Hunter, sehr, sehr gut vor einer Frau. Na gut, sie hat ihn ja schon mal durch einen Tisch befördert, würde ich aber lieber auch Reißaus nehmen. Besser ist es. Aber Kurt kommt auch und sagt, nein, nein, Ronda, beruhige dich bitte. Ich bin total tüdelig und krank und ich weiß nicht mal, was ich überhaupt letzte Woche
gesagt habe, was putzig war, hat er nicht zuerst gesagt, ist alles nicht wahr, was ich gesagt habe? Und dann, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Das widerspricht sich ja schon wieder komplett. Ist ja auch egal. Am Ende will Rousey aber eine Entschuldigung von Stephanie, nachdem sich Kurt ausdrücklich und ausführlich entschuldigt hat, dass er das alles nicht wollte, sagte Ronda, auch ich will eine Entschuldigung. Stephanie, großartig, es tut mir so leid. Es tut mir so, so leid, dass du meinen Mann angegriffen hast und dass ich ihn verteidigen musste. Es tut mir leid, aber jetzt sind wir alle cool. Und dann das Segment des Abends. Als Hunter und Steph weggehen wollen, geht Opa Kurt schon in Position. Och, ich guck mal ein bisschen in die Wolken, die gar nicht da sind. Guck mal blöd und warte gefühlt 2 Stunden, bis der Schlag endlich kommt. Aus irgendeinem Grund, der sich mir bis heute nicht erschließt, schlägt Hunter Kurt um mit einer Faust. Nachdem Kurt, ich weiß nicht, was er davor hatte, hat sich in Position gestellt. Guckt mal hier hin, mal dahin, mal gucken, wann der Schlag kommt. Also das müsst ihr euch mal auf Zeitlupe angucken, dieses Segment. Unbezahlbar. Warum Hunter das gemacht hat, weiß ich nicht und wurde auch nicht erklärt, oder? Nö, man will es wahrscheinlich wieder, also der Sinn davon ist natürlich das Tag-Team-Match zwischen den 4 Personen aufzubauen. Aber das sieht so unglaublich dusselig aus. Das ist Hammer, oder? Kurt guckt so großartig und er steht schon 2 Stunden vorher da. Ja. Also, da gab es auch so ein wunderschönes Bild von so einem Screenshot, wie Hunter schon den Schlag auspackt und Kurt immer noch in der Luft rumguckt. Das sieht so geil aus. Das habe ich auch gerade. Ich habe das nämlich gestoppt, sozusagen, das YouTube-Video, bei dem Moment, wo die Faust gerade zuschlägt. Und da guckt Kurt immer noch so putzig. Das ist so cool. Ja, es ist, ich weiß nicht, ich fand das Segment jetzt nicht besonders berauschend. Ich fand Rousey danach, nach dem Schlag, auch so guckt total in Geistern oder... Ja, unbeholfen hätte ich jetzt. Ja, gesagt, aber... ja, die wäre da sogar fast nur über Kurt Angle drüber gestolpert. Der Gesichtsausdruck sagt mir gar nichts, also keine Ahnung. Ja, nee, also, es fällt ihr nicht leicht, die ersten Wochen. Nee. Oder die ersten Auftritte, muss man sagen. Ohne jetzt eine Vorverurteilung auszusprechen, aber das ist ein neuer Schnack für sie. Und da muss sie sich erstmal dran gewöhnen und ihre Mimik sitzt noch nicht immer perfekt. Kann man vielleicht sagen. So, das, ja, und was auch, glaube ich, jetzt mehr oder weniger deutlich ist, es wird Kurt sein, der bei Mania an ihrer Seite in den Ring steigt, oder? Es wird wohl Kurt sein, ja. Da gehe ich zumindest auch ganz, ganz stark von aus. Es sei denn, man hat wirklich so einen Problemfall. Engel ist doch verletzt oder doch nicht ganz fit und man muss ihn irgendwie ersetzen oder sowas, aber Stand jetzt würde ich auch sagen, Engel ist es. Also der Einzige, der mir noch einigermaßen als adäquater Ersatz, oder Ersatz ist falsch, als Partner für Rousey vorschwebt, wäre tatsächlich Strowman. Denn der hat eine Geschichte mit Hunter durch die Survivor Series letzten Endes. Könnte man noch bringen. Und vielleicht wird es ja auch ein Stellvertreter-Match, wenn du diese Geschichte mit Strowman und Elias fallen lässt und Strowman auch nicht gegen Lesnar ran muss, weil Reigns doch entlastet ist, was die Doping-Geschichten angeht. Also für Strowman ist derzeit, glaube ich, optionsmäßig eine ganze Menge drin. Also ich bin gespannt. Er ist so der Edeljoker sozusagen, der alles kann, aber nichts muss. Ah, wir werden das... Ja gut, Westerisch kann er auch nicht so viel. Wir werden das verfolgen, würde ich sagen. Ja, komische Ausgabe, wie gesagt. Also, viele Wege angedeutet, keiner wirklich gegangen. Und man war nach der Show nicht schlauer als vorher, fand ich. Also teilweise noch verwirrter vielleicht. Aber es ist, wie es ist. Ne? Ja, ich fand sie insgesamt auch ein bisschen so mittelmäßig, sag ich mal. Man hatte ein paar Momente, wo man ein bisschen was angedeutet hat, so die Reigns-Promo war gut, die Miss-Promo fand ich auch gut, die Cena-Promo so einigermaßen, aber man hat es auch viele, viele Lowlights, sag ich mal, dieses Doppelmatch oder Dreifach-Match von The Miz. Er hat ja insgesamt 3 Matches gehabt, so gesehen. Das Two-Out-of-Three-Falls-Match, ja, totaler Blödsinn. Bei SmackDown könnte man sowas an, für ein Pay-Per-View wird sowas groß aufgezogen und bei Raw ist das einfach so ein Match, dass man immer da hinkloppt. Ich fand die Ausgabe mittelmäßig, sag ich mal. Ja, ich auch. Also ich fand sie irgendwie interessant, aber wenn sich jetzt der Staub wieder legt, nichts ist passiert oder nichts irgendwie Wegweisendes Richtung Mania.
Und das finde ich aber ganz interessant, wenn du eine Show machst, in der eigentlich nichts passiert, aber du das Gefühl hast, es ist eine ganze Menge passiert, dann ist das zumindest in Ordnung. Also ich fand sie einen Ticken besser als sonst, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, so toll fand ich sie nicht. Was ich nicht gut fand, und da bin ich, glaube ich, relativ alleine, war SmackDown schon wieder. Und das finde ich in dem oder vor dem Hintergrund interessant, dass SmackDown ratingtechnisch derzeit richtig gut dasteht. Diese Storyline um Daniel Bryan und Shane McMahon scheint die Fans wirklich zu interessieren. Man ist im Vergleich zur Vorwoche ratingtechnisch leicht nach oben gegangen und auch im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls. Ich weiß nicht, wie viel, so 60, 70.000 oder so ähnlich oder 100.000, so in dem Dreh ungefähr. Das ist jetzt nicht die Welt, aber in einer Zeit, wo WWE ratingtechnisch in den Weeklies wirklich kämpfen muss, ist das eine Bombenansage. Also man geht langsam wieder Richtung Raw und versucht diese Show anzugreifen. Raw war, glaube ich, mit einem 3-Millionen-Rating diesmal dabei, SmackDown mit 2,65 oder so ähnlich. Ich müsste nochmal genauer nachgucken. Aber so in dem Dreh war's. Raw ging leicht nach unten, SmackDown leicht nach oben. Und ich verstehe irgendwie nicht so richtig, warum. Vielleicht, weil Cena bei Raw medienwirksam ankündigte, er wird bei SmackDown dabei sein und sagen, wo es für ihn hingeht. Das wäre vielleicht eine Erklärung. Aber die Storyline um Shane und Bryan lässt mich immer mehr kalt, fast schon gelangweilt zurück. Und naja, so war's. Cena kam, sagte, er möchte jetzt seine Chance gerne haben. Er möchte nichts geschenkt, er will sich's erarbeiten. Wo ich auch dachte, ja super, das macht jeder andere Worker auch. Und hier ist dann groß eine Promo rüber zu halten, ob das angebracht ist, weiß ich nicht. Können wir auch Fandango hinstellen und sagen, er tut alles für Mania. Also verstehe ich jetzt, wie gesagt, nicht. Wirkt schon wieder arrogant. Und Brian sagt, ja, darfst du. Musst nur gegen Styles gewinnen, dann kommst du ins Titelmatch. Shane heult schon wieder rum und sagt, bla 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 bla. Das sehe ich aber alles ein bisschen anders. Und naja, die beiden bekappeln sich. Und ich greife mal kurz vor zum Main Event. Dieses Match fand dann auch statt. Sie haben viel Zeit bekommen. 22 Minuten. Und ja, tatsächlich hat John Cena gewonnen. Nach einem Attitude Adjustment. Die erste Hälfte des Matches fand ich schlecht oder nicht gut. Die zweite war stark oder zumindest deutlich besser. Und naja, Cena ist jetzt im Match drin. Und ansonsten habe ich das Gefühl, war so ziemlich jeder eingriffstechnisch in dieses Match noch involviert, der irgendwie auch im Main Event steht. Dolph Ziggler hat zugeguckt, Owens und Zayn haben zugeguckt und auch Corbin hat zugeguckt. Und nach dem Match hat Owens eingegriffen mit Sami Zayn, Corbin hat eingegriffen. Und auch Dolph Ziggler hat eingegriffen. Also alle, die in diesem Championship-Match sind, waren auch im Endsegment beteiligt. Und solche Segmente finde ich irgendwie langweilig. Wenn einfach jeder, der in dem Match beim Pay-per-View da ist, quasi eingreift, weil er es muss oder weil es irgendwie Dramaturgie erzeugen soll. Und dabei wirkt es einfach nur so abgespult. Ich weiß nicht. Ja, Also, nee, es ist immer Julian. genauso. Es fühlt sich einfach an, als würde man alle da reinstecken, als würde man quasi sagen, hey du stehst auch in einem Match, geh doch auch mal raus. Geh mal gucken, was da los ist. Das wirkt halt einfach irgendwie, wenn man eine gute Story dann erzählen will, okay, aber das wirkt einfach, ich sag mal, zu sehr gescriptet so. Also, dann kommt er raus, dann kommt er raus, zack. Das hat irgendwie nichts mit glaubwürdigen Stories zu tun. Nee, es ist so, ich will das Wort ja nicht schon wieder sagen, aber so 0815 Booking, wenn du irgendwie ein Event aufbauen willst, lass die Bösen die Guten irgendwie angreifen. Einfach nur so, sozusagen. Und das war's dann irgendwie. Das ist so abgedroschen, so langweilig. Und, oh, und wenn du es eben zweimal in der Woche dir angucken musst, dann sagst du auch irgendwann, naja, ja, danke. Muss nicht sein. Also. So in die Richtung. Und das ist so runtergedroschen. Man kann jetzt sagen, okay, man bookt konservativ, man bookt es klassisch, so wie man es gewohnt ist. Ist ja auch alles richtig. Aber bitte nicht so 0815 in Anführungszeichen.
Und auch sonst bot die Show. Ansonsten noch ganz kurz Ja, zu bitte? Sigler. Sigler ist ja jetzt wohl Face wieder. Ja, was auch immer. Irgendwas ist da. So ein Gemisch oder so. Nee, Keine ich Ahnung. würde schon sagen Face, weil er hat ja Styles und Cena beschützt. Ja, aber er hat sie doch auch angegriffen, beide. Nee. Achso, doch, stimmt. Ganz am Ende, ne? Ja. Ja, stimmt, Also, das stimmt. ist wirkt so Pseudo-Face irgendwie. So Ja, okay. Tweener oder so ähnlich. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, ja, man hat bis Mania jetzt noch ein paar, bis Fastlane noch ein paar Six-Man-Tag-Team-Matches zwischen den beiden Teams, zwischen den beiden Dreiergespannen. Vielleicht machen wir es trotzdem mit so ein bisschen, ja, Ziggler ist trotzdem so der Einzeltäter quasi. Und die Musik von Ziggler geht mir so auf die Nerven einfach. Dieses Gequietsche am Anfang, boah, ist das ätzend. Mir geht der ganze Main Event auf die Nerven. Ein Ja. Six-Man-Match. Ja, Und es es sieht ist wohl viel so zu aus, viel. First Count, First Fall Counts, ne? Ja, Also. klar, genau. Ganz normal. Na, guten Morgen. Na, mal gucken. Vielleicht wird es ja richtig, richtig gut, aber ich kann es mir einfach nicht Glaube ich vorstellen. auch nicht, Also. nee. Das ist viel zu voll einfach. Aber auch die ganzen anderen Sachen. Ruby Riott und Naomi. Die Fashion Files gaben mir. Richtig wenig. Wer hier am schwächsten schauspielerisch rüberkam, war der Schauspieler. Usos gegen New Day brauche ich nicht. Orton gegen Bobby Roode. Oh, geradezu fürchterlich, das Segment mit den beiden. Na. Also, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich dann wieder halbwegs kurzweilig fand, war English gegen Nakamura. Aber wir haben auch schon mal lautere Rusev Day Chants gehört. Also, ich weiß nicht. Es war alles irgendwie da. Aber nichts war gut. Nicht so richtig, ne? Nee, die Show war wirklich eher belanglos quasi. Man hat auch hier nicht viel weitergeführt. Usos gegen New. Ja, bei Usos ist gegen New Day, die Promo fand ich tatsächlich ganz gut. Weil wenn New Day hier so ein bisschen ernsthaft darüber kam auch. Und nicht immer dieses, ja, wir sind die lustigen Clowns von nebenan, sondern wir können auch mal ernst. So, und das ist halt so eine von diesen Wandlungen, die habe ich glaube ich schon mal angesprochen, als sie mit diesen Pancakes angefangen haben. Das ist so eine von diesen kleinen Änderungen, die man bei Minute vornehmen muss, damit sie nicht auf lange Dauer langweilig werden. Und das finde ich gut. Gebe ich dir recht. Zumal das Match sowieso gut wird wieder. Also. Ja, gar keine Frage. Also, die beiden Teams, die hauen Matches raus, also da träumen andere Teams davon. Und das Tolle ist, die sind immer frisch. Und die hatten ja wirklich eine lange Match-Serie. Und ich fand jedes Match aufs Neue immer interessant und kurzweilig. Das können die beiden Teams einfach. Und ich gebe dir auch recht, was die Promo angeht von New Day. Das passt, das stimmt. Es ist natürlich wieder ein Aufkochen, etwas, was schon mal funktioniert hat. Und inwiefern da die Knüppelbrüder reinpassen, wird man mal sehen. Richtung Mania, vielleicht als Gewinner oder gegen den Gewinner dieses Matches, vielleicht Triple Threat, keine Ahnung. Die Knüppelbrüder, ich weiß auch immer noch so gar nicht so genau, was ich von denen halten soll. Die sind so richtig hielig, die sind einfach da und bügeln Ja, alles weg. genau, die sind einfach da und machen alles kaputt. Das ist Und, ja nicht wirklich schlimm, also. nee, aber für WWE ist sowas viel. Immer, prinzipiell. Ach so. Ja. Reaktion kriegen die trotzdem irgendwie gar keine, weder Buß noch Haze. Naja, relativ leise. Aber dafür machen sie auch relativ wenig, ne? Also, diese Woche sind sie nur reingelaufen, haben sich hingestellt und dann waren sie wieder weg. Und kein Match, kein nix. Stimmt. Finde ich schwierig. Kaufst du? Was? Nö. Ich Ich habe eine dachte, es klang so, Wäscheklammer in wenn du der eine Fluppe Hand. gerade angemacht hast. Ne, ich habe eine Wäscheklammer in der Hand. Ah, alles klar. Ja, bei Mania, ich glaube nicht, dass man tatsächlich jetzt schon ein Einzel-Tag-Team-Match zwischen New Day oder Usos gegen die Knüppelbrüder baut. Ich glaube eher, dass wir da auf ein Multiteam-Match rauslaufen, Muss, weil also. du kannst Harper und Rowan nicht in ein einzelnes Tag-Team-Match packen, das geht Nein, nicht. Keine es würde Chance. sterben. Es, was Ja. heißt sterben? Es würde gar nicht erst leben. Also es wäre tot von Beginn, sozusagen. Das kannst du nicht machen. Das glaube ich auch. Multimatch immer. Also das kannst du mit den Knüppelbrüdern machen. Da kannst du sie auch stark darstellen lassen. Ja, pack Aber die kein Singles-Match. Usos, New Day und Gable und Benjamin noch dazu. Dann hast du ein gutes Match. Kann klappen, ja. Ja. Ist richtig. Ja, und sonst, Shane isst immer noch gerne Popcorn. Ja, also. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also es gab mir wenig. Also es war alles auf Cena aufgebaut. Ist ja nicht per se was Schlechtes. Aber das Drumherum war auch nicht so der Knaller, in Anführungszeichen. Fashion Files sind eben Fashion Files, ne? Also
Wer Naja, immer gut, drauf steht, steht drauf. das war jetzt kein wirkliches Fashion-Fall-Segment. Das war jetzt wirklich eher Werbung für die neue Serie von diesem Schauspieler zu machen. Also das hatte keinen größeren Sinn für eine Story oder sowas. Nö. Aber immerhin, Biggie war ja auch da. Oh Gott, Biggie. Danke. Auch gute Witze. Ja, Die aber muss ich auch. ich bin gar kein richtiger Ermittler. Ich bin eigentlich nur Schauspieler. Was? Du bist kein Detektiv? Und zu sowas habe ich aufgeblickt? I looked up to you, man. Ja, das war Fandango in Topform, Ja. sozusagen. Ja, aber damit ist die Weekly auch durch, oder sind beide Weeklies durch. Und ich denke, das ist doch das Joa. Stichwort für Lucha Underground. Ich dachte für Mixed Match Challenge und Two Five Ja, das können wir auch Live. kurz machen. Pardon, wollen wir nicht mal durchfallen lassen? Ja, Mixed Match Challenge, Vermiss gewann, Vermiss und Asuka gewannen gegen Finn Balor und Sasha Banks. Und dabei hat Vermiss Finn Balor gepinnt nach dem Einroller und Sasha Banks klopfte im Asuka-Lock gleichzeitig ab. Ja, Match war nett tatsächlich. So langsam verliert es ein bisschen den Reiz, finde ich, weil es einfach, naja, nicht wirklich Overkill, weil es so ein Match pro Woche ist, aber man hat irgendwie. Man sieht einfach, dass die einfach nur mehr Freiheit im Ring haben. Und es fehlen einfach so wirkliche Spots, sag ich mal. Naja, so einstudierte Spots, sag ich mal. Die fehlen einfach. Ja, stimmt. Du kannst auf jeden Fall mehr machen als einfach nur ein 12-Minuten-Match. Und das ist leider das, was man lange Zeit bisher machte. Ich hoffe, dass es mit Bliss und Strowman gegen Naomi und Jimmy Uso in der nächsten Woche ein bisschen besser wird. Vor allem wegen Strowman, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil er nochmal so ein, ich sag mal, alle anderen männlichen Superstars in dem Turnier sind halt einfach gleiche Größe und agieren quasi alle gleich. Nur Strowman ist so quasi der Gigant, der alle Gegner rumwirft. Und das ist nochmal so ein bisschen Abwechslung, finde ich. Ja, würden auf jeden Fall, das stimmt. No. Take these hands. Genau. Ja, ich bin Die gespannt auf beiden nächste funktionieren Woche. übrigens sehr gut bei der Mixed Match Challenge, Bliss würde ich und sagen. Strowman? Ja. Ja, die sind super. Da gebe ich dir recht. Ja, ansonsten 2-5 Live, da hat Cedric Alexander sein Match gegen TJP gewonnen, steht damit im Halbfinale und auch Roderick Strong hat sein Match gegen Kalisto gewonnen, was übrigens sehr, sehr gut war, das Match Strong gegen Kalisto. Kann ich empfehlen, gutes Match. Kann man sich anschauen. Ja, und damit heißt ein Match für die nächste Runde schon mal Roderick Strong gegen Cedric Alexander im Halbfinale. Und was tippst du? Du hast Alexander getippt. Ich habe auf die Finalpaarung Alexander gegen Mustafa Ali getippt. Aber jetzt, wo ich das Strong sehe, wie stark er in diesem Turnier dargestellt wird, bin ich mir da doch recht unsicher. Aber du kannst Cedric eigentlich nicht schon rausfliegen lassen. Na, ich glaube, Strong gewinnt das Turnier. Meinst du? Na, wäre auf jeden Fall konsequent, wenn man ihn jetzt, ja, aber Also dann bei wird er auch. NXT hat er zu viel Steine gefressen, sodass er jetzt auf diese Weise vielleicht mal auch Titelgold kriegt bei WWE. Ich habe jetzt die letzten NXT-Shows nicht gesehen. Ist er da noch aufgetreten eigentlich? Weiß ich Weißt du nicht. Ich das? habe NXT auch lange nicht. Ich meine aber nicht. Ich weiß es Okay. aber. Ich will nichts Ja, weil dazu wenn behaupten. das könnte natürlich irgendwie darauf hindeuten, hinweisen, dass Strong tatsächlich jetzt längerfristig bei 205 Live bleibt. Davon gehe ich aus. Gut möglich, also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch nur so eine fürs Turnier Sache. Und danach ist er wieder weg. Ja, müssen wir abwarten. Also ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen vor ein paar Wochen, dass Strong bei 205 Live verweilen könnte, sollte, wie auch immer. Mal schauen. Ja, schauen wir mal. Jetzt darfst du auch mit Lucha Underground. Wollen wir vielleicht auch erst Grüße machen und sowas, damit alle, die keine Lucha Underground Spoiler hören wollen, jetzt abschalten können? Ja, dann müssen wir ja auch noch die Geschichte mit dem Ronda Rousey-Theme noch kurz Ja, bringen. dann machen wir das jetzt Dann und machen wir Lucha das jetzt, Underground ganz danach am die Ende. Grüße und Genau. dann Lucha Underground kurz noch. So, also, das heißt, alle, die weder Grüße noch Ronda Rouseys-Theme noch Lucha Underground wollen, tschüss, mach's gut. Ciao. Und für den Rest, ja, wir hatten ja, wie gesagt, die beiden freundlichen User, die ich eben eingangs nochmal gegrüßt hatte, die Diskussion, wie kann man denn das Team doof finden und wie kann man diese Beschreibung der Musik denn machen, wie ich sie auch gemacht habe. Hintergrund war, das Lied stammt doch von
Joan Jett und ist deswegen nicht nur irgendeine Musik. Joan Jett übrigens natürlich nicht alleine, sondern mit den Blackhearts. Joan Jett and the Blackhearts und so weiter. Das ist doch eine Katastrophe. Wir haben diesen Sachverhalt der höchsten Instanz vorgelegt, die man sich denken kann. Nicht dem Bundesverfassungsgericht, nicht dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, abgekürzt EGMR, sondern dem JME haben wir das Ganze vorgelegt. Der hat die Stirn in Falten geworfen, bedeutungsschwer geguckt und gesagt, die User haben Recht. So nach dem Motto. Das ist eine Band, die den Punk mit groß gemacht hat und Musikgeschichte geschrieben hat. Und man muss also unbedingt wissen, dass das Lied von Joan Jett und den Blackhearts ist. So, das hat Jens gesagt. Ich weiche von meiner Aussage trotzdem kein Deut zurück. Und zwar aus zwei, drei Gründen. Zuerst habe ich gesagt, diese Band klingt wie eine amerikanische Band, die den am englischen Punk versucht nachzumachen und dabei poppig rüberkommt oder relativ poppig rüberkommt. Und da bleibe ich auch bei. Ich will gar nicht den musikalischen Beitrag von Joan Jett und den Blackhearts für die Musikgeschichte, vielleicht auch für die Punkgeschichte, will ich gar nicht groß in Frage stellen. Da ist sehr viel auch Geschmackssache und was wichtig ist und was nicht, liegt auch sehr im Auge des Betrachters. Mit den Musikhistorie-Nerds will ich mich hier nicht anlegen, weil da gibt es im Detail natürlich mehr Meinung als Sandkörner am Nordseestrand gewissermaßen. Gar nicht. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Punk-Phase, ich nehme mal jetzt als Punk die Väter, die Sex Pistols, die waren aktiv von 75 bis 78. Das Lied von Joan Jett, was auch das Theme von Ronda Rousey ist, erschien, meine ich, glaub, 1980 und wurde 81 als Single veröffentlicht. Bad Reputation heißt das. Ich muss gestehen, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das von Joan Jett ist. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ist aber auch nicht wichtig. Jens hat gesagt, ja, aber Joan Jett ist doch eine der wichtigsten Vertreterinnen und Verbreiterinnen des Punks. Mag man so sehen. Weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich verbinde Joan Jett, ganz ehrlich, mit dem Cover, und auch das Lied kam 81 raus, I Love Rock'n'Roll. Na, wisst ihr alle? I love Rock'n'Roll, put another dime in the jukebox, baby. Also, Freunde der Sonne. Ein Lied, auch danach gecovert von Punkgrößen wie Gildo Horn und Britney Spears. Ja, also, und davon mal ab. Wer I love Rock'n'Roll, wohlgemerkt, 81 erschien, als Punk ansehen möchte, der hält auch Napalm Death für Klassik. Nur, was, ich will auch jetzt gar nicht das alles jetzt schlecht machen oder so ähnlich. Aber 1981 ist ein Top-10-Hit erschienen von Joan Jett mit dem Titel I Hate Myself for Loving You. Ich habe mir das Video angeguckt. Da sieht sie aus wie eine Abziehfigur der Glam-Metal-Szene oder Hairspray-Metal, Hair-Metal-Szene. Also so wie man in Ende der 80er aussah, mit toupierten Haaren, geschminkt, viel Lack und Leder, das war Hardrock oder Rock. Das hat nichts mit Punk zu tun gehabt. So, nur ganz kurz diese beiden Beispiele und so weiter. Was ich damit sagen will, ich will jetzt gar nicht unbedingt Joan Jett und den Blackhearts die Punkwurzeln absprechen. Gott bewahre. Ich werde auch keine Diskussion diesbezüglich führen, weil ich es, wie gesagt, gar nicht anzweifeln möchte. Ich habe nur auf zwei Beispiele hingewiesen, die für mich ungefähr gar nichts mit Punk zu tun haben. Gar nichts. Und das kam von 81 und andere von 88. Selbst wenn man das als Punk ansehen wollte, von mir aus, bleibe ich dabei, dass das Lied Bad Reputation für meine Ohren eben tatsächlich so klingt, als ob Amerikaner englischen Punk versuchen umzusetzen. Und nochmal, Joan Jett ist Amerikanerin. Die Punk-Phase war 1981 oder 1980, 81 schon vorbei. Sid Vicious war schon tot. Und die Sex Pistols haben 1978 aufgehört, Musik zu machen. Zumindest hat sich die Band dann erstmal bis auf Weiteres zurückgezogen. Comeback natürlich, kam natürlich noch. So, nur damit ihr wisst, warum ich das gesagt habe, warum ich da auch nicht zurückweiche. Ich will Joan Jetts Beitrag für die Musikgeschichte in keiner Weise schmälern, aber das musste ich einfach noch mal kurz
dazu sagen. So, Julian, deine Anmerkung noch zum Theme. Kra, kra. Kra, kra. Genau. Nein, Quatsch. Also, ich habe, glaube ich, letzte Woche schon oder bei Elimination Chamber schon gesagt, dass der Song an sich, wenn es Instrumental wäre, ein guter Theme-Song wäre. Aber A, passt der für mich nicht in eine Wrestling-Show rein, so wie er jetzt ist, weil es einfach zu poppig sein soll. Und B, ist das einfach nicht mein Musikgeschmack. Und das, naja, müsst ihr so hinnehmen. Es ist nicht mein Musikgeschmack, deswegen mag ich den Song nicht. Und deswegen kann es mich auch nicht überzeugen. Ich wusste, dass der Song von Joan Jett ist. Mir hat der Name allerdings nichts gesagt, deswegen habe ich mal nachgeguckt. Und dieses I Love Rock'n'Roll ist auch wohl von ihr gewesen oder eine der Versionen oder was weiß ich wie. Die bekannteste Version, ja. Ja, genau. Das ist mir aber relativ egal, weil es einfach nicht meine Musikrichtung ist. Und deswegen finde ich den Song nicht gut und deswegen finde ich den Interpret auch nicht gut. Und das ist halt meine Meinung. So ist es einfach. Punkt. Und ich bleibe auch noch dabei, dieses Riff klingt für mich so ein bisschen wie Green Day. Und für mich ist Green Day, seid nicht böse, auch kein Punk. Für mich sind auch die Ärzte kein Punk. Ärzte, ja, ich finde, Green Day hätte es, glaube ich, noch ein bisschen mehr ein bisschen kratziger, glaube ich, gemacht. Aber ich verstehe, in welche Richtung du das meinst, ja. Ja, also, und wir können es ja auch zusammenfassen mit einem Zitat von den geschätzten Ärzten, die auf dem 98er-Album, auf dem ersten Lied, ich glaube, Punk ist, heißt es so schön gesagt haben, und nur 77 ist echt gewesen. Insofern muss alles, was danach kam, wie ein Abklatsch klingen und Ende durch sein. So, Spaß beiseite, wir wollen uns gar nicht mit euch streiten, nur das habe ich jetzt gesagt. Doch, Beef. Ja, Beef. Brutus the Barber Beefcake. Hackbraten ist auch eine gute Sache. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Grüße. Wir grüßen herzlich den... Wo habe ich ihn? Johannes Neten. Hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen. Johannes Neten. Und ja, der steht so ein bisschen mit uns und mit Ben im Kontakt. Und ja, da ist er hiermit herzlich gegrüßt. Wir drücken die Daumen, mal gucken, was rauskommt in diesem Sinne. Was willst du haben? Startseite oder YouTube? Ich nehme mal YouTube. Dann nehme ich mal Startseite. Willst du anfangen? Ja, ich fange mal an. Ich nehme mal den Lars van de La, der seine Meinung zur Chamber drunter geschrieben hat. Und ja, er hätte Bardo als Sieger gut gefunden in der Chamber der Herren. Ich tatsächlich nicht, weil es einfach... es wäre einfach nicht konsequent gewesen, weil Bardo ist einfach, naja, im Nichts verschwunden so ein bisschen. Was hat er jetzt noch? Er hatte jetzt seit ein paar Wochen den Club. Und sonst eigentlich nichts. Jetzt ist er halt nur beim IC-Match. Deswegen Bardo als Sieger aus Wrestling-Fan-Sicht ja, aber als mit Blick auf die Storyline Richtung WrestleMania, nein. Auf gar keinen Fall. Da war Reigns, denke ich schon, oder Strowman halt der richtige Sieger. Ich denke mal, da wirst du mir auch eigentlich zustimmen. Tue ich. Kra, kra. Ja, dann grüße ich jetzt ansonsten noch den oder die Sylar 81. Die emotional authentische Moralpastille, die auch das Contract-Signing-Segment bei der Chamber pures Trash-Gold fand. Zu Recht! WWE Women's Network, Nia Jax ist Tochter einer Deutschen. Das habe ich tatsächlich mal irgendwo gelesen. Ich weiß, wir hatten irgendwas über Nia Jax gesagt. Stimmt, die war in Spanien geboren oder sowas, ne? Oder also wir haben ihren mannschaftstechnischen Hintergrund durchleuchtet. Genau, Australien geboren, deutsche Mutter. Ja, das ist doch perfekt. Genau. Wir sind wieder wer. Yay! Super Zierig grüße ich noch, den Michael Krause, mit dem ich ja auch schon so eine kleine History habe. Aber da hat sich auch alles geklärt. Da war doch noch irgendwas, oder? Ja, da war jemand. Denk mal nochmal nach. Da war doch noch irgendwas. Da habe ich doch auch irgendwo einen Kommentar. Wo war denn das? Der Aluhut ist vorbestellt. Ja, stimmt. Da ist er doch. Der Aluhut ist vorbestellt. Er hat mir beigepflichtet und er hat es eigentlich so schlimm gar nicht gemeint, in Anführungszeichen. Insofern haben wir die Wogen jetzt geglättet. Gut. Ja, ich lese es auch gerade noch. Er sagt, man sollte es einfach anders verpacken. Ja, kann man gerne machen. Aber wenn ich jetzt, also er hat sowas vorgeschlagen wie was Sarkastisches, das Match des Abends, Wrestler X gewinnt, aber das
Das Problem ist, sowas kommt halt einfach zu oft vor. Und wenn du einfach bei jedem belanglosen Match sowas sagst, dann, naja, ist es halt auch irgendwann langweilig, deswegen. aber ich verstehe, was du meinst, und ja, ich denke, damit ist das Thema auch durch. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich war bei 35785 VFGX. Der meinte, WrestleMania lebt von WrestleMania, Raw von Raw und WWE von WWE. Ja, stimmt im Endeffekt. Also, Ja, finde ich auch. WrestleMania, Hat er auf den das. Punkt gebracht. Perfekt, Ja, ja. genau. Also, das haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt. WrestleMania ist WrestleMania. Das größte Wrestling-Event der Welt. Mehr ist es nicht. Und er sagte auch noch, wenn das ganze dumme Zeug nicht von WWE wäre, würde es eh keiner mehr gucken. So nach dem Motto. Es ist nur Ja. noch der Marktführer oder das Motto des Marktführers, das viele bei der Stange hält, so ungefähr. Gerade die alten Säcke. Ja, aber auch WWE lebt von WWE ist einfach, es stimmt einfach, weil WWE ist einfach der Marktführer und wenn WWE nicht Marktführer wäre, dann würde sich das keiner angucken. Das, ja. Ja, und wir haben von Free Life 6 Daumen bekommen. Sechs Daumen, es geht nach 6 vorne. Daumen, ja. Dann grüße ich mal die Startseite. WrestleCheck, der von dem Pay-Per-View Elimination Chamber extremst enttäuscht war. Daniel Frisch, der uns so ein bisschen zur Seite sprang und meinte, man kann den Song Mist finden, wenn man ihn einfach mistig findet. Ist so, Dankeschön. wie es ist, egal wer das interpretiert. Quacki hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, ist auch schon lange auf der Startseite dabei und hat ausführlich seine Meinung zum Pay-Per-View nochmal zum Besten gegeben. Auch natürlich The Phantom hat wieder viel gesagt. Und auch wenn er uns diesmal doch eher ja, verhalten bewertet hat, mehr als 3 Sterne gab es diesmal nicht. Wir werden damit irgendwie leben müssen. Kriegen wir auch hin. Lex sei hiermit auch herzlich gegrüßt, der uns auch trotzdem gerne weiterhört, obwohl er natürlich auch ein bisschen Kritik äußern muss. Das ist auch vollkommen richtig. Stone Cold Fozzy immer dabei. Fallen One, dem wir seine Fahrten am Morgen oder seine, na gut, wann er uns hört, weiß ich gar nicht, ob morgens, mittags oder abends, aber seine Fahrt, die er am morgigen Tag noch hatte, entsprechend versüßen konnten. Ja, Roa und Cold 85, der genau wie ich Holstenedel sehr schätzt. Das sind doch Grüße, die man mal rauslassen konnte. Damit haben wir die Grüße durch und jetzt darf Julian endlich zu Lutscher an der Grube. Und jetzt darf ich zu Lutscher an der Grube. Genau. Während du wieder dein Mikro wieder ein bisschen Spaß hast. Ja, in der vergangenen Woche, ich weiß jetzt nicht genau wann, hat man die ersten Tapings für die vierte Staffel von Lucha Underground abgehalten und im US-Indie-News-Blog bei WrestlingInfos.de haben wir bereits die ersten Informationen dazu, beziehungsweise zumindest das dazu, was bereits raus ist. Deswegen gehen wir da jetzt ein bisschen drauf ein. Wer jetzt abschalten möchte und nicht gespoilert wird, der darf jetzt abschalten. Wen es interessiert, der kann weiter gerne zuhören. Ja. Also es ging los, ein Aztec Warfare Match wurde aufgezeichnet. Das ist Aztec Warfare war, glaube ich, nee, das Aztec Warfare war der Royal Rumble, ne? Aztec Ich glaube, Warfare war Lucha das. Underground nicht, keine Ahnung. Okay. Aztec Warfare war, glaube ich, das große Royal Rumble Match, wo man durch Pin und Submission ausscheiden konnte. Und der Sieger bekam dann irgendwann später ein Titelmatch, soweit ich weiß. Da haben dann Tommy Dreamer und Jesse Goddard von TNA ihr Debüt gefeiert. Außerdem kehrten Hernandez und Chavo Guerrero zurück. Da kann man vielleicht sogar schon was zu sagen. So den ersten Punkt, den ich hier habe. Ich finde es nicht gut, dass Leute wie Tommy Dreamer und Jesse Goddard da auftreten. Muss ich ganz ehrlich sein. Das haben wir später auch noch mit Jack Swagger, der auch aufgetreten ist, Chelsea Green. Das sind alles Leute, die sich außerhalb von der Promotion einen Namen gemacht haben und den jetzt in der Promotion nutzen. Und ich hoffe, dass es nicht so ist, aber im Zweifel nutzen sie einfach ihren Namen, den sie außerhalb haben, um in diesem Produkt zu stehen, ohne irgendwelchen großen Sinn. Also man hat bei sonst jedem Charakter, was bei Prinz Puma eine große Story drum. Du hast bei Matanza eine Story, du hast bei Pentagon eine Story, du hast selbst bei Chavo hast du eine Story drum. Selbst Hernandez hat eine Story und ist nicht einfach so wegen seinem Namen drin. Deswegen hoffe ich, dass es bei Tommy Dreamer und Jesse Goddard auch so ist, beziehungsweise man was mit denen vorhat und die nicht einfach so reingepackt hat, weil sie einfach große Namen sind und die gut in dieses Match reinstehen können, wie es zum Beispiel bei der WWE im Royal Rumble Match ist, dass man einfach große Namen da reinpackt. Weil das ist einfach.
ein falscher Weg, finde ich. Außerdem noch Sammy Guevara. Von dem halte ich tatsächlich relativ viel, weil der auch ein sehr, sehr guter Wrestler ist, finde ich. Relativ überraschend, weil er eigentlich einen Fulltime-Vertrag mit Arolucha hätte oder hat. Und die ihm eigentlich, soweit ich das weiß, die Auftritte bei Lucha Underground verboten haben. Aber jetzt wohl scheinbar doch nicht. Finde ich gut und ich denke mal, ja, wenn man den gut in die Show integriert, wird er auch gute Matches bringen. Jason Kate und Sonny Kiss sagen mir ehrlich gesagt gar nichts. Sagen die dir was? Nö. Okay. Kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Dann noch was Großes. Dario Cueto scheint wohl aus der Serie raus zu sein. Denn man hat die Tapings mit einem Ten-Bell-Salute begonnen für den verstorbenen Dario Cueto. Und irgendwie war er dann trotzdem da, als er später, derselbe Schauspieler, trat dann später als Antonio Cueto auf, als der Vater des verstorbenen Dario Cueto. Und es war halt nur derselbe Schauspieler in älter geschminkt. Da bin ich mal sehr gespannt, ob man jetzt tatsächlich vorhat, Dario Cueto rauszuschreiben. Vielleicht macht man ja eine schwarze Messe, um ihn wiederzubeleben. Auch möglich, ja. Also man hat da viele Optionen, vor allem bei Lucha Underground, weil es halt ein Eben. eigenes Universum ist. Du kannst selbst sagen, Mil Muertes beliebt ihn wieder oder so ein Quatsch. Selbst das geht ja. Also da bin ich mal wirklich gespannt. Geht alles, ja, bei denen geht Ja. alles. Also, naja, finde ich nur, naja, weil ich denke mal, wird man im Charakter von ihm eigentlich nicht viel ändern. Also der wird weiterhin als dieses, ja, arrogante Schwein, der einfach nur auf den Vorteil seiner Promotion aus ist, auftreten. Das ist ja eigentlich auch was Gutes. Ja, es gab ein Three Ways to the Grave Casket Match, ein Triple Threat Match mit Särgen zwischen Mil Muertes, Jeremiah Crane und Phoenix. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt drauf. Das wird bestimmt richtig, richtig gut sein. Die beiden anderen Casket Matches, die man hatte mit Mil Muertes und ich glaube Phoenix und einmal Mil Muertes und Prince Puma. Die waren auch echt stark und ich glaube, das mit drei Leuten, das wird auch nochmal eine ordentliche Hausnummer. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt drauf. Jack Swagger, jetzt bekannt als Jack Hager, hat sein Debüt gefeiert. Dazu dasselbe wie zu Tommy Dreamer und Jesse Goddard. Finde ich nicht gut, wenn man ihn einfach so reinstellt. Könnte ich aber gut finden, wenn es irgendeinen Sinn hat. Ja, der bestritten Match gegen Sammy Guevara, da bin ich mal. Ja, vorsichtig optimistisch, sag ich mal. Guevara, guter Wrestler, Jack Swagger, ja, kann, wenn er möchte, sag ich mal, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist das nur bei mir so oder habe ich das Gefühl, dass Jack Swagger in der WWE so ein bisschen unter Wert verkauft ist, aber für mehr reicht's irgendwie auch nicht, oder? Dann ist er ja auch nicht unter Wert verkauft worden. Ja, also, das ist halt, ich weiß nicht, das ist schwer auszudrücken. Also, Jack Swagger ist ja bei WWE relativ schwach eingesetzt worden, so nach seinem ersten World Title Run. Also ich hätte ihn mir als Midcard Champion gut vorstellen können. Aber da hat er ja wirklich gar nichts bekommen. Aber in den Indie-Ligen musst du halt von deinem Wrestling quasi leben. Du musst halt, ich sag mal, das klingt jetzt so doof, du musst guter Wrestler sein. Und das ist halt, das finde ich, passt bei Swagger einfach nicht. Ja, er macht jetzt ja auch MMA. Ah ja, okay, ja, dann passt. ja, der Rapper Vanilla Ice saß im Publikum, sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel, Das war aber meine Zeit. Der ist frühe 90er mal halbwegs bekannt gewesen. okay. Ice Baby. Mit Ja, einem okay. Cover von dem Basslauf von Under Pressure von Queen hat er mal ein Nummer 1 Hit gehabt und das war ein One-Hit-Wonder. Ja, irgendwas sagt mir der Name, aber ich konnte ihn jetzt irgendwie nicht zuordnen, aber jetzt, wo du sagst, ja, irgendwas klingelt. Chelsea Green feierte ihr Debüt und trat in einem Four-Way-Match gegen Jeremiah Crane, Marty Martinez und Sonny Kiss an. Ja, Chelsea Green, ich glaube, dieser abgefuckte Charakter, den sie bei TNA spielt, der passt ganz gut zu Lucha Underground. Ist nur die Frage, ob sie den auch weiter spielen darf. Wobei TNA hat er, glaube ich, die Freigabe gegeben, dass man sämtliche Charaktere, die man bei TNA hat, auch außerhalb benutzen darf, ne? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, sowas gelesen zu haben. Deswegen darf Matt Hardy ja auch den Charakter benutzen und auch Rosemary darf ihren Charakter außerhalb von TNA benutzen. Was für sie ja quasi ja, eine relativ große Sache ist, weil als Courtney Rush ist sie irgendwie einfach nur
Wrestlerin und als Rosemary ist sie halt schon, ja, dieser Dämon, den sie spielt, der ist ja schon echt cool und das macht es auch wirklich gut. Ja, was haben wir noch? Cage startet eine Attacke auf Pentagon und bekommt wohl ein Titelmatch. Lucha Underground Championship. Dante Fox, beziehungsweise in den Indies bekannt als AR Fox, scheint wohl raus zu sein bei Lucha Underground. Und seine Rolle an dem, beziehungsweise in dem Tag Team mit Killshot und The Mac übernimmt das Son of Havoc, finde ich. Ja, finde ich ein bisschen schwierig mit Son of Havoc, weil der eigentlich mit Angelico und Evil-Lys ein Team bildete. Vielleicht kommt da ja noch irgendwie was, dass ich für ein Team entscheiden soll oder sowas. Bin ich mal sehr gespannt. Und was ich sehr gut finde, Sexy Star wird für die Staffel nicht zurückkehren, weil sie sich für einen Boxkampf vorbereitet. Gott sei Dank. Also ich mag die Dame immer noch nicht. Und Wrestlerin hat es mir auch nicht viel gegeben, deswegen kann ich mit vollkommen leben. Nur Ja, dann. das war's soweit zu den Tapings. Damit können wir, glaube ich, auch zum Schluss kommen, ne? Damit können wir zum Schluss kommen. Ja, Grüße haben wir Grüße schon. haben wir durch. Tapings haben wir. Genau, Ja. ich gehe jetzt die drei Fragezeichen Ja. hören. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mache. So viel Frauen, so wenig Zeit. Mal gucken, was man macht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Doch, ich weiß, was du machst. Du wirst dann immer den Podcast bearbeiten, würde ich sagen. Genau, Und ja. Das wäre ja, ganz und gut, dann haben ne? wir den Sonntag auch rum. Mal gucken, wie gesagt, wir werden das nächste Mal wieder versuchen, das spätestens Donnerstag, Freitag hinzukriegen. Aber wie gesagt, das Schicksal meinte es dieses Mal böse. Aber wir lassen ihn noch irgendwie jetzt einen Tag oder so oder 2 Tage online und dann habt ihr Gelegenheit, noch den Wochenrückblick zu bringen. Er passt ja auch am Sonntag ganz gut, weil da ist die Woche doch eigentlich auch erst vorbei. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kra, kra!